So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Raum, aber auch online zugeschaltet, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion aus der Hochschule in Landshut zum Thema Konsequenzen für die Jugendhilfe angesichts der Corona-Folgen. Wunderbar, dass Sie da sind. Mein Name ist Mechthild Wolf. Ich bin hier Dozentin an der Hochschule in Landshut. Und ich freue mich, dass ich heute diese erste Diskussion des runden Tisches Kinder- und Jugendhilfe in Stadt und Landkreis Landshut hier moderieren darf. Wir wollen heute diskutieren, was wird möglicherweise noch gebraucht angesichts dieser Corona-Folgen? Was gibt es schon? Was wird schon gemacht? Ja, vielleicht können wir hier in diesem Kreis auch einige neue Ideen entwickeln, ja, die wir noch nicht kannten. Vielleicht entwickelt sich sowas. Wir wollen diese Folgen heute diskutieren. Da waren wir uns am runden Tisch sehr klar, weil wir der Auffassung sind, dass junge Menschen nicht nur in Landshut, eigentlich überall, eine starke Lobby brauchen und angesichts dieser Corona-Folgen noch eine wesentlich stärkere Lobby. Und deshalb sitzen wir hier. Ja, wir verstehen uns als Lobby, ja, der Kinder und Jugendlichen in der Region, weil die brauchen, ja, die brauchen Unterstützung angesichts dieser Folgen. Heute sind viele ExpertInnen zusammengekommen. Ich kann sie jetzt nicht alle vorstellen. Sie werden ja also alle vorgestellt mit einem Banner vor ihrem Bauch, wenn sie sprechen, sodass sie nicht anonym bleiben. Aber wenn wir jetzt die Runde machen würden, wären die 2 Stunden eigentlich vorbei. Es gibt einige Leute, bei denen ich mich besonders bedanken möchte, also der Herr Dreyer als Landrat, das ist schon besonders, dass Sie sich hier auf den Weg machen, der Herr Putz als Oberbürgermeister, ne, eine Bürgermeisterin, die hier noch dazukommt und Stadträte und Stadträtinnen, also super, dass Sie sich die Zeit nehmen, sodass wir die Zeit hier miteinander verbringen können. Ich möchte mich besonders bedanken bei den Technikmenschen, die hier sitzen. Ja, der Herr Bosser, der José García und der Herr Damböck und die Frau Riedel. Also wunderbar, dass Sie das ermöglichen. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu dem runden Tisch, die ja diese Veranstaltung hier vorbereitet haben und die Sie auch veranstalten. Es ist ein Zusammenschluss von freien Trägern, ja, aber auch von allen Ebenen der öffentlichen Träger. Und das ist eigentlich was Besonderes, ja, eigentlich Corona sei Dank, muss man fast schon, ja, komischerweise sagen. Ja, also dass uns das zusammengeführt hat, die Corona-Krise, ja, also dass wir online alle Tagungen bisher gemacht haben. Eigentlich war die Idee, ist gekommen, weil der Herr Börgel mal angeklopft hat und hat gesagt, die Hochschule und das Jugendamt müssten mal ein bisschen näher zusammenrücken und müssten mal ein bisschen besser kooperieren. Und dann ist es irgendwie immer größer geworden. Auf einmal saßen viele am Tisch und haben sich ausgetauscht. Das ist gut und so soll es sein. Was wir dann gemacht haben, wir haben einen Weckruf in der Corona-Phase ja, geschrieben und dieser Weckruf hat es sogar bis nach München zu einer Anhörung im Landtag geschafft. Ja? Also da waren wir dann eingeladen und konnten diese Ideen da einspeisen, die wir uns hier gemacht haben. Das heißt, das ist eigentlich auch nicht so selbstverständlich. Ja? Und was mich dort motiviert hat eigentlich in München war, dass dort gesagt wurde, solche runden Tische müsste es eigentlich überall in, ja, im Lande geben, ja, dass sich also Leute zusammensetzen, ja, und diskutieren. Es gibt ja manchmal auch, ja, solche Gipfeltreffen, ja, wo alle möglichen Leute zusammensitzen. So. Und was wir an dem runden Tisch gemacht haben, und dazu vielleicht ein paar Punkte, wir haben uns mal die Studien angeguckt, was sagen die eigentlich zu den Corona-Folgen, da soll es heute und wird es heute drum gehen. Ich will nur einige Punkte hier mal nennen. Ja, es geht natürlich um psychosoziale Folgen in jeglicher Hinsicht, die durch viele Studien, diese COPSI-Studie, ja, die JUKO-Studie, die Kinder, ja, Kinder-Corona-Studie aus Hildesheim und Frankfurt, also die haben ja alle nachgewiesen, dass die Langzeitfolgen von Corona eigentlich das, ja, das ist, was uns interessieren muss. Das heißt also, die Langzeitfolgen in Form von, ja, psychischen Auffälligkeiten, aber auch soziale Isolation, alles, was da diskutiert wird, aber auch, ja, fehlende Teilhabe
durch digitale, ja, fehlende Medien in den Schulen, in den Erziehungshilfeeinrichtungen. Also es gibt ja viele Punkte, die dort diskutiert werden. Das wird heute sicherlich alles zur Sprache kommen. Was wir, und das haben wir an dem runden Tisch hin und her orakelt, das war die Grundlage unseres Weckrufs. Was die Studien auch sagen, ist, dass eine der ganz wesentlichen Erkenntnisse auch die ist, dass Kinder nie gehört wurden. Ja, dass man nicht hingehört hat, was ist, was brauchen die? Ja, also man hat sie nicht angehört, man hat sie nicht beteiligt und man hat sich eigentlich nicht geschert darum, was Schulschließungen für die bedeuten, ja, was ein Lockdown für die bedeutet, was das Wegbrechen sozialer Kontakte, ja, für die bedeutet. Das ist eigentlich nicht mitbedacht worden. Und diese Erfahrung des Ausgelassenseins, des Nichtanhörens, ja, ist natürlich etwas, was wir uns regional auch auf die Fahnen schreiben müssen, das Thema der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in solchen Krisensituationen. Das ist also das eine. Ja? Also, und wir haben aber junge Menschen nicht nur als die Opfer der Corona-Krise, sondern wir haben sie auch als aktive Akteurinnen, ja, und AkteurInnen, die, ja, also das sagt diese Studie vom DJI, dass so 85%, ja, die 12- bis 21-Jährigen, ja, anderen geholfen haben. Ja, also die waren zivilgesellschaftlich unterwegs, haben viel gemacht und waren nicht nur diese Loser-Generation, die jetzt nur Randale gemacht haben, ja, und gestört haben in der Pandemie. Also wir haben ja eine breite Diskussion darüber. Wir haben hier in Landshut ein bisschen hingehört. Ja, und dann kommen wir zu unserem ersten Punkt. Wir haben nämlich hingehört, wir haben jetzt hier keine jungen Menschen selber sitzen, aber wir haben hier jetzt Leute, die haben genauer hingehört. Wir haben nämlich einige Befragungen gemacht. Ja, und mal zu hören, was brauchen eigentlich Kinder, was ist mit denen los? Und so fangen wir jetzt mal an mit einem kleinen Einspieler, ja, also der produziert wurde von Ihnen. Da können Sie dann das gleich ein bisschen kommentieren. Wer die Technik so weit, den Einspieler zu machen? Es geht also um die jungen Leute selber und die wollen wir erstmal, ja, wollen wir erstmal hören, wie sie das gemacht haben, was sie da genau, wie sie da genau hingehört haben. Partizipation. Mitreden. Kreativität. Ja, wir als Stadt Jugendring sehen uns als Sprache für die Jugendlichen in Landshut. Wir haben 2020 beschlossen, dass wir 2021 unter dieses Thema, besonders unter dieses Thema stellen, Partizipation. Und haben dazu eben verschiedene Formate auch ins Leben gerufen, die junge Menschen beteiligen sollen. Also was uns generell in den Themen ja wichtig war, war mit Jugendlichen direkt dort, wo sie sind, also bei ihnen vor Ort, in Kontakt mit ihnen zu kommen. Das eine war unsere Zucker-Lounge, wo wir zu den Orten gefahren sind, wo Jugendliche sind, sodass wir einfach so ein bisschen mitkriegen konnten, wie geht's euch gerade? Was ist euch wichtig? Was würdet ihr euch vielleicht auch für Landshut wünschen? Die zweite große Säule war ja die Social-Media-Kampagnen, kann man fast so sagen. Die Beteiligung im digitalen Raum. Die am Montag, den Meinungsmontag auszurufen, ein bestimmtes Thema, Jugendliche antworten und wir kriegen ein Stimmungsbild. Genauso gab es Politik geklärt, also politische Inhalte runtergebrochen für Jugendliche zugänglich zu machen. Ja, im digitalen Raum ist ja dann auch ein spontanes Format quasi noch entstanden. Corona geschuldet, das wir ursprünglich gar nicht geplant hatten, nämlich unsere Minecraft-Aktion Land zu bauen, wo wir Jugendliche eingeladen haben von Donnerstag bis Sonntag auf Minecraft. Das ist quasi ein digitales Lego-Spiel, kann man sagen, zusammenzukommen und dort Landshut so zu bauen, wie sie sich wünschen können. Ja, und dann hatten wir ja noch Bundestagswahl. Also wir haben traditionell eine Podiumsdiskussion mit der alten Kaserne. Wir haben traditionell die U18-Wahl, wo sich jüngere Menschen unter 18 beteiligen können, wählen, schon mal ausprobieren können, ihre Stimme abgeben können. Ja, dieser Grundgedanke der Partizipation in allem, was wir tun, in den mit reinzubringen, das war einfach davon an auch mitgegeben. Grund und einfach Beteiligung 100% Gesellschaft der Stadt dann zu zeigen, die Jugendliche wollen was sagen, die haben was zu sagen, das war uns extrem wichtig und das ist uns, glaube ich, auch gut gelungen.
Wenn ich es zusammenfassen wollte, würde ich sagen, ist vor allem rausgekommen, dass Jugendliche wirklich interessiert sind und engagiert sind. Dass sie Ideen haben, was man in dieser Stadt machen könnte, wie man Sachen gestalten könnte, dass sie wissen, was für sie wichtig ist und dass es darum geht, diese Ideen auch einfach ernst zu nehmen. Deswegen ist unser großer Appell und Wunsch auch, dass man in allen Bereichen, die gesellschaftliches Leben betrifft, vor allem auch politische Entscheidungen, die Belange von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt. Ja, unser Partyjahr im letzten Jahr, Party für Partizipation. Uns war es wichtig als Stadtjugendring, gerade auch in der Corona-Zeit, diese Aktionen trotzdem weiter durchzuziehen und zu den Jugendlichen zu gehen, dorthin zu gehen, wo sie sind. Und was wir festgestellt haben, ist, dass es sehr dankbar angenommen worden ist, dass wir mit ihnen geredet haben, dass es jemand gab, der ihnen zugehört hat, dass sie ihre Meinung loswerden konnten. Wenn man auf das Thema Corona schaut, dann beschäftigen die Jugendlichen die gleichen Themen, wie uns Erwachsene auch beschäftigt haben. Also in der Abfrage war zum Beispiel von Gewichtszunahme mal die Rede, aber auch von mehr Spaziergängen, mehr Digitalität, also ganz unterschiedlich, wie Jugendliche darauf reagieren. Ein Zitat, das ich da besonders gut finde, ist: Ich kann meinen Abschluss nicht gescheit feiern, ich habe viele Geburtstage verpasst, ich konnte meinen Sport nicht so ausführlich machen wie gewünscht. Also all das, was die Jugend ausmacht, war einfach starken Einschränkungen unterlegen. Und doch war, als wir die Abfragen gestartet haben, nicht hauptsächlich auf die Jugendlichen bezogen, wo ich möchte, dass Corona endlich vorbei ist oder ich würde mir für Landshut wünschen, dass mehr Diskos oder so auftauchen, sondern eine sehr starke gesamtgesellschaftliche Verantwortung, ein großer gesamtgesellschaftlicher Blick, was man ja auch gesehen hat, dass Jugendliche die Verantwortung auch übernehmen, dass sie sich an die Regeln halten und dass sie wirklich auf andere achten. Und was unser Fazit aus dem Ganzen ist, ist: Jugendliche haben eine Stimme, Jugendliche haben was zu sagen und sie leisten gute Beiträge. Und wenn wir die Jugendlichen ernst nehmen, dorthin gehen, wo sie sind, dort ihre Meinungen abholen, glaube ich, können wir alle einfach nur davon profitieren. Und das ist ein Blick, den wir noch mehr mit reinnehmen sollten und echte Partizipation jetzt auch nach Corona, aber auch generell einfach noch mehr ermöglichen, um gesamtgesellschaftlich und mit den Jugendlichen zu wachsen und die Ideen mit reinzubringen. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich ein guter Startpunkt. Ja, also die jungen Leute in ihren, in ihren Meinungen, aber auch in ihren Kapazitäten, ja, also ernst zu nehmen, ja, was sie einbringen können. Wenngleich muss man eben beide Seiten sehen. Ja? Also es gibt eben auch benachteiligte junge Menschen, die das eben nicht können. Ja? Aber da kommen wir ja noch später drauf. Es gibt jetzt aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive der Jugendsozialarbeit an Schulen, die Frau Niesert-Matschke, die einige Punkte uns erzählen kann von den Kindern und Jugendlichen aus dem schulischen Kontext. Genau, ja, vielen Dank. Ich bringe hier die Perspektive der Schulen ein, der Schülerinnen und Schüler, aus dem Blickwinkel der Jugendsozialarbeit an Schulen. Jugendsozialarbeit an Schulen ist ja die intensivste Form der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe und somit natürlich auch im Fokus der Jugendlichen und der Kinder. Wir bedienen im Prinzip fast alle Schulen, wir sind an allen Schulen, wir haben fast an allen Schulen eben JugendsozialarbeiterInnen und diese sind mit den Kindern täglich im Kontakt. Natürlich während Lockdown nicht, es gab aber auch eine Zeit vor Corona und da war eine Evaluation am Start, wo durchaus schon ganz viel Positives zu berichten war. Und das, was aber damals schon gefehlt hat, war eben dieser Bereich auch der präventiven Angebote. Also primär präventive Angebote an Schulen zu schaffen und das hat sich sozusagen in die Zeit hinein gezeigt in Corona. Die SchülerInnen berichten, und das möchte ich ganz alltäglich Ihnen einfach rückspiegeln, was in den Schulen so los ist. Ich habe ein Zitat von einer Kollegin an einer Schule, die sagt: Hier geht gerade die Welt unter.
so dramatisch, wie es sich anhört, fühlt es sich für mich auch an. In den Arbeitskreisen ist genau das Thema. Die SchülerInnen stehen vor massiven Schwierigkeiten, eben weil sie die Gleichaltrigen nicht wirklich treffen können, meistens nur im Schulraum sozusagen. Schülerinnen und Schüler verstehen nicht, warum man eine Distanz haben muss zu jemand im Pausehof, mit dem man dann nachmittags zusammen spielt. Schülerinnen und Schüler leiden tatsächlich auch darunter, dass die Einschränkungen, den Gleichaltrigen zu begegnen, so massiv sind. Aber auch, und das hat die Kurzbefragung einfach auch gezeigt, die ich durch die JAS-Fachkräfte habe mir geben lassen, Schülerinnen und Schüler vermissen Schule. Und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes, das sich gezeigt hat. Plötzlich haben wir Schülerinnen und Schüler, die Schule vermissen. Wer hätte das gedacht? Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, Schule als Lebensraum nochmal anders zu begreifen und auch nochmal zu begreifen, dass dort das sozusagen ganz nah dran ist. Ganz nah sind die Gleichaltrigen an sich selbst und darüber müssen sie natürlich sich dort finden. Wichtig wäre aus Sicht der Jugendsozialarbeit an Schulen, dass eben diese, nicht nur die Partizipation tatsächlich in den Vordergrund kommt, sondern eben auch nochmal ein Angebot über das hinaus zu blicken, was wir gerade an den Schulen anbieten. Ja? Also nicht nur Jugendsozialarbeit an Schulen zu denken, sondern nochmal die Konzepte aufzumachen, nochmal zu überlegen, was brauchen denn SchülerInnen tatsächlich gerade? Und zwar nicht nur die Benachteiligten, sondern auch die, die uns alle angehen. Alle Schülerinnen und Schüler. Danke. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das ist ja auch noch mal deutlich geworden, welche zentrale Bedeutung die Schule insgesamt hat. Ne? Also ich meine, wenn es wegfällt, dann fällt nicht nur den Kindern auf, sondern vor allen Dingen ja auch den Eltern auf, ja, was Schule für die Familie auch bedeutet. Ich glaube, und was sie für die Kinder eben auch bedeutet. Ja, also in der Peer Group zu sein, ne, das haben sie deutlich gemacht. Wir haben eine kleine Befragung ja auch gemacht in den Hilfen zur Erziehung. Ja, Manuela Ziegler von der Hochschule, da haben wir so eine kleine Befragung, wo wir einige O-Töne gekriegt haben, wo auch ein paar dabei waren, die aus so einem offenen Treff waren. Aber das, was die Kinder und Jugendlichen gesagt haben, ist wichtig. Was kannst du dazu sagen? Genau, vielen Dank. Also der Runde Tisch hat, wie du schon gesagt hast, ergänzend Anfang Dezember 2021 eine kleine Befragung mit Kindern und Jugendlichen aus dem Raum Landshut im Bereich der Erziehungshilfen gemacht und eben auch mit Kindern und Jugendlichen aus dem Migrationsbereich, um eben auch deren Blick heute bei dieser Podiumsdiskussion mit einfließen lassen zu können. Unsere erste Frage war, wir wollten herausfinden, was für die Kinder und Jugendlichen in der Lockdown-Zeit am bedrückendsten war, was hat ihnen am meisten gefehlt. Die Ergebnisse gestalten sich so, dass wirklich der Großteil der Befragten, nämlich 74%, vor allem den fehlenden oder doch sehr eingeschränkten persönlichen Kontakt zu engen Bezugspersonen nennen. Also das fängt an natürlich einerseits zu den Familien, also zum Beispiel Wochenendheimfahrten zur Mama wird genannt, gerade aus dem stationären Setting heraus. Dann natürlich ganz allgemein die Treffen mit den Freunden aus dem privaten Umfeld, die einfach nur sehr, sehr eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr möglich waren. Es werden aber auch, wie vorher schon genannt worden ist, die fehlenden Kontakte zu den Schulfreunden, zu den Lehrerinnen und Lehrern genannt, häufig mit dem Zusatz dann auch, dass das gemeinsame Lernen gefehlt hat und auch die Unterstützung bei den Lerninhalten, die besser aufnehmen zu können. Und schlussendlich werden auch fehlende Kontakte zu Personen aus dem Freizeitbereich genannt und als Defizit empfunden, zum Beispiel wenn Musikunterricht nicht mehr stattfinden kann oder wenn verschiedenste Sportangebote einfach nicht mehr durchgeführt werden konnten. Die Ergebnisse und Erfahrungen, die wir aus der Befragung ziehen können, decken sich eigentlich mit den Rückmeldungen, die wir generell aus der Kinder- und Jugendhilfe erhalten, dass sozusagen das Gegenüber in den persönlichen Begegnungen fehlt.
Und laut einer DJI-Studie aus dem Frühjahr 2020 stellen aber genau diese entwicklungsentsprechenden Begegnungen wichtige Entwicklungsvoraussetzungen für die Kinder und Jugendlichen dar und sind somit wichtiger Bestandteil der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. Was auch festzustellen ist, dass je älter die Kinder und Jugendlichen werden, desto mehr wird versucht, von ihrer Seite diese fehlenden Kontakte durch Telefon, durch Messenger-Dienste, durch digitale Medien zu kompensieren. Dazu vielleicht ein Beispiel aus unserer Befragung mit der Aussage, es war einfach cool, am Handy mal ganz viele Videos anzugucken. Also das scheint bei den älteren Kindern und Jugendlichen dann gewirkt zu haben oder zumindest eine Möglichkeit gewesen zu sein, diese persönlichen Kontakte zu kompensieren. Allerdings bei den jüngeren Kindern oder eben auch bei Kindern und Jugendlichen, die aus verschiedensten Gründen kaum oder überhaupt keinen Zugang zu digitalen Medien haben, stellen wir fest, dass hier ein höheres Verlustempfinden beobachtet werden kann, indem zum Beispiel viel, viel häufiger das Fehlen von Freunden in der Befragung genannt wird. Und so ist es wahrscheinlich nicht sonderlich überraschend, dass dann schwerpunktmäßig bei unserer zweiten Frage wieder diese persönlichen Begegnungen genannt werden, wenn wir fragen, was wünschst du dir am meisten? Also wieder die Besuche zur Mama, die regelmäßig stattfinden sollen, wenn ich mich in einem stationären Setting befinde. Oder dass ich mich wieder regelmäßig mit meinen Freunden uneingeschränkt treffen kann. Und dazu möchte ich einen weiteren Aspekt noch ergänzen aus unserer Befragung, der aus der zweiten Frage recht gut rausgekommen ist. Zum Zeitpunkt der Befragung waren ja durchaus schon wieder mehr Begegnungen möglich, Anfang Dezember. Und es ist auffallend, dass jedes zweite Kind, jeder zweite Jugendliche, den wir befragt haben, hier den Wunsch äußert, bitte doch keine Masken mehr tragen zu müssen bei diesen Begegnungen. Also es scheint so zu sein, dass wirklich das als große Einschränkung empfunden wird. Vermutlich nicht zuletzt auch darum, weil einfach die Wahrnehmung der Gesichtsmimik wahnsinnig eingeschränkt ist, wenn wir Masken tragen, was natürlich für Kinder und Jugendliche besonders wichtig ist, hier auch die Emotionen zu spüren und zu sehen. Und abschließend möchte ich noch einen Wunsch unserer befragten Kinder und Jugendlichen anfügen, der auch mehrheitlich genannt worden ist und mit dem wir vermutlich alle gut mitgehen können. Zitat, Corona soll endlich weggehen. Und aus dieser Vielzahl an Nennungen dieses Wunsches lässt eben auch die Vermutung zu, dass es wirklich auch für viele Kinder und Jugendliche eine belastende Situation ist und wir deswegen auch die Kinder und Jugendlichen hören müssen und sie mit einbeziehen müssen. Ja, vielen Dank. Also Corona soll endlich weggehen. Ich glaube, das wahrscheinlich würde das jeder hier unterschreiben. Aber leider tut's das eben nicht. Ne? Also ich meine, das, was in der Diskussion ist, ist eben diese Langfristfolgen, ja, die sich in dieser Generation, ja, die jetzt groß wird, ja, an Entwicklungsdefiziten langfristig zeigen wird. Ja, also insofern ist die Situation, ja, warum wir hier sitzen und dass wir immer wieder auch darüber reden müssen, und warum Kinder eine Lobby brauchen, so wichtig. Ja? Und das macht es nochmal deutlich. Ja? Und insbesondere die Kinder und Jugendlichen, die natürlich als benachteiligte Kinder in Einrichtungen sitzen, deren Familien ja, aus benachteiligten Milieus kommen oder die ohnehin schon Erziehungsproblematiken aufweisen. Okay, vielen Dank, Manuela Ziegler. Dann hören wir jetzt mal, machen wir mal eine andere Runde, hören mal in die Jugendhilfe Einrichtungen selber. Der Herr Ludwig Weber, der beginnt da mal ja, unter der Frage, was ist denn für Kinder und Jugendliche in Jugendhilfeeinrichtungen während der Corona-Pandemie so schwierig gewesen? Also was haben Sie wahrgenommen? Ja, vielen Dank. Ich möchte vorausschicken, dass wir freien Träger uns in der Region Landshut im Vorfeld ausgetauscht haben. Und jetzt hier stellvertretend die Barbara Bruckmeier als Geschäftsführerin Startklar Niederbayern und die Sabine Herrmann für die Diakonie Oberbayern und ich fürs Jugendsozialwerk Landshut alle Träger, alle freien Träger in Stadt und Landkreis Landshut vertrete. Wir haben also abgefragt und uns jetzt so ein bisschen aufgeteilt, wie wir das vorstellen. Jetzt sitzen wir nicht nebeneinander, aber wir spielen uns die Bälle zu.
grundsätzlich ist zu sagen, egal welche Einrichtung und egal welches Angebot abgedeckt wird, die Jugendlichen fallen in ihrer persönlichen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung zurück. Kinder und Jugendliche fühlen sich durch die unterschwellige pandemische Bedrohungslage verunsichert, wenn sie mit anderen in Kontakt treten. Herr Hertel und die Frau Ziegler haben schon genannt, dass die eminent wichtigen Sozialkontakte so nicht mehr funktionieren. Kein 18. Geburtstag, keine Abschlussfeier, keine Clubbesuche. Teilweise geht das einher mit Rückzug und mit depressiven Tendenzen. Gerade Jugendliche aus sozial schwachen Familien und benachteiligte Jugendliche haben Schwierigkeiten, in der Online-Beschulung sich zu motivieren, diese selbstständig auch mit begleiten zu können. Und zudem fällt genau dieser Zielgruppe oft eine geeignete Ausstattung an Hardware, an Software, an Netzwerkbreite, um digital teilhaben zu können. Soweit mal zum Grundsätzlichen. Barbara, magst du gleich weitermachen mit stationär? Ja, danke Ludwig für die einführenden Worte. Tatsächlich vieles von dem, was gesagt worden ist, kenne ich aus unseren stationären Einrichtungen. Wir haben Kinder von 0 bis 18 Jahren in unterschiedlichen Einrichtungen in Stadt und Landkreis. Und während dieser Corona-Zeit sind Dinge passiert, von denen man vorher gar nicht dachte. Also bei uns hat jede Einrichtung eine Büroausstattung und zusätzlich immer einen jugendlichen PC, haben es wir genannt. Also da stand ein PC, der benutzt werden durfte, meistens noch in einem Stundenplan oder so. Und dann kam Corona, dann kam Homeschooling und es wurde dann so langsam bewusst, ja, was tun wir denn jetzt? Wir haben einen PC, unsere Kinder müssen aber, wir haben in den Einrichtungen meistens 6 Kinder stationär untergebracht, die müssen ja jetzt irgendwie in das Homeschooling kommen, was tun wir? Wir haben mit den Schulen Kontakt aufgenommen, wir haben mit den Jugendämtern Kontakt aufgenommen, aber wir waren ziemlich alleine mit diesem Thema. Die Kinder konnten nicht arbeiten. Wir haben dann versucht, über Spenden und alles Mögliche auch unsere Schränke ausgeräumt und die alten PCs nochmal hervorgeholt. Und tatsächlich haben wir es dann einigermaßen geschafft. Und als wir es geschafft hatten und in unseren stationären Einrichtungen die Jugendlichen arbeiten konnten, haben sie 6 oder 7 PCs gleichzeitig angeschaltet und dann haben wir gemerkt, unser Internet funktioniert nicht mehr. Also dann ist alles zusammengebrochen. Dann mussten wir schauen, dass wir ein schnelleres, stärkeres Internet bekommen, was wieder gedauert hat, was wieder Kosten verursacht hat und so weiter. Als wir das Internet hatten, stellt man fest, naja, unser Verbrauch an Papier, Druckerpatronen, unsere Drucker kommen an die Grenzen. Also wir hatten an allen Ecken und Enden zu tun und es hat nicht aufgehört. Hinzu kommt natürlich die psychische Situation der Kinder. Also die sitzen da vor einem Bildschirm, vermissen ihren Klassenverband. Oft geht es nicht, dass die Inhalte, die vermittelt werden sollen, über den Bildschirm so vermittelt werden können, dass sie auch verstanden werden. Man sitzt alleine da, man wünscht sich natürlich, dass man jemand nochmal erklärt oder wo kann ich fragen. Dann haben wir geschaut, dass wir für jeden Schüler, den wir haben, eine zusätzliche Betreuung irgendwie installieren konnten. Das heißt, wir hatten viele Schulbegleitungen, die zu dieser Zeit auch nicht arbeiten konnten. Und die haben wir dann in den stationären Einrichtungen eingesetzt, um die Kinder irgendwie zu unterstützen. Also es hat sich ganz, ganz oft und viel gezeigt, dass wir einfach überhaupt nicht auf die Situation vorbereitet waren. Ich denke mal keiner, weil ich habe das von allen Seiten gehört. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir heute hier sitzen. Und alles, was psychisch und emotional kommt und ist wahrscheinlich gar nicht so gut zu handeln oder auch nicht aufzuhalten, es ist halt einfach mal so, wir leben jetzt in dieser Pandemie und müssen irgendwie damit umgehen. Aber der finanzielle Aspekt, der ist tatsächlich was, wo, da könnte man gut dran arbeiten. Also man könnte gut dran arbeiten, dass die Schulen gut ausgestattet sind mit IT, dass stationäre Einrichtungen gut ausgestattet sind. Es war dann schon auch so, dass das eine oder andere Kind bei uns gesagt hat, mein Klassenkamerad, der aus einer nicht benachteiligten Familie kam, hat einen tollen PC und kann da gut arbeiten. Bei uns ging es immer nur so, dass wir es gerade so hingebracht haben, dass die Kinder halt irgendwie am Unterricht teilnehmen konnten und manchmal auch nicht. Also es war auch für die Kinder irgendwie demütigend, immer wieder merken zu müssen, ich bin einfach nicht so dabei wie andere aus meiner Klasse. Es ist,
also vor allen Dingen die Kinder bei uns, und mir blutet das Herz, wenn ich sowas höre, wenn ich sowas sehe, denn aus meiner Perspektive, und ich habe lange auch im psychologischen Fachdienst in unserer Einrichtung gearbeitet, muss ich einfach sagen, die Kinder, die wir haben, die sind schon benachteiligt und haben schon ihr angestammtes Recht auf gute Versorgung, auf unbedingte Liebe, auf alles, was wir so alle mitbringen in diese Welt, das haben die schon alles nicht. Oder es wird ihnen nicht so weit erfüllt, wie es eigentlich nötig wäre. Und dann sitzen sie bei uns in den Einrichtungen und ich habe wieder das Gefühl, es ist defizitär. Ihr Leben wird defizitär. Und sie merken schon, ich werde dann auch emotional. Mir ist es nämlich wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir zumindest alles dafür tun, was irgend möglich ist, um diesen Kindern auch ein, soweit es geht, gutes Leben zu bieten. Das ist der Grund, warum ich hier arbeite, das ist der Grund, warum ich hier sitze und das ist der Grund, warum ich auch emotional spreche, weil das wirklich, ja, das sind die Leute von morgen. Sie müssen sich alle mal vorstellen, wir sitzen in einem Altersheim und diese Leute, die wir heute so vernachlässigen, die sollen uns dann pflegen. Also wenn ich mich da rein verdenke, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte so eine Stinkwut auf das, was mit mir passiert ist in meinem Leben, dass ich nicht weiß, ob ich genau jetzt die Bruckmeier, die vielleicht schuld ist an dem, auch pflegen möchte. Also das sind unser Gut, diese Leute. Und auf die schauen wir viel zu wenig. Und leider ist die psychisch-emotionale Seite halt schwer abzudecken, aber die materielle, finanzielle Seite, da müssen wir vielleicht nochmal hinschauen, was wir da tun können. Danke. Ja, danke, Barbara. Dann würde ich weitermachen wollen mit einer speziellen Form der stationären Jugendhilfe, nämlich die Jugendwohnheime. Ich versuche jetzt, mich nicht zu wiederholen und ergänze einfach nur, dass es hier viele Auszubildende gibt. Also in Jugendwohnheimen, muss man vielleicht vorausschicken, wohnen Jugendliche, die für die Dauer ihrer Ausbildung in Landshut wohnen und sozialpädagogisch begleitet werden. Es gibt aber genauso Jugendliche, die für die Dauer ihres Berufsschulblocks in einem Jugendwohnheim wohnen, um eine Berufsschule besuchen zu können, weil sie irgendwo im weit entfernt ihren Heimatort haben. Und die dritte Gruppe sind Besucherinnen und Besucher von überbetrieblichen Unterweisungslehrgängen der Handwerkskammer, die beispielsweise einen Maschinenkurs machen und in einem Unternehmen arbeiten, in einem kleinen Unternehmen am flachen Land, wo man nicht erwarten kann, dass alle ausbildungsrelevanten Maschinentätigkeiten in diesen Unternehmen gelehrt werden. Dann kommen also diese Jugendlichen nach Landshut und jetzt kommt Corona und es kommen Umstellen auf Homeschooling. Dann kann man nachvollziehen, dass diese Jugendlichen Angst haben, ihre Ausbildung bestehen zu können und die Ausbildungsprüfung bestehen zu können. Das kann man natürlich mit Homeschooling, vor allem die Fachpraxis, schwierig nachholen. So viel aus den Jugendwohnheimen. Ich mag noch ergänzen, weil Frau Nisat Maschke hat die Jugendsozialarbeit an Schulen beleuchtet. Da haben einige Träger rückgemeldet, also einige Träger in unserer Region, die Jugendsozialarbeit an Schulen anbieten, dass derzeit durch rasant steigende Corona-Fälle ganze Klassen in Quarantäne sind und deswegen keine Einzelfallarbeit, kein Einzelcoaching mehr möglich ist. Viele Schüler halten im Leistungsdruck nicht mehr stand und das führt zu auffälligen Fehlzeiten, da in Zeiten, in denen viele Schüler an der Schule anwesend sind, möglichst viele Leistungsnachweise und Noten machen müssen und erledigen müssen, verständlicherweise. Einige Schülerinnen und Schüler haben sich vollkommen abgekoppelt. Es ist hier verstärkt Elternarbeit notwendig. Durchhaltevermögen, den Tag durchzustehen, ist bei vielen Kindern und Jugendlichen nicht mehr vorhanden. Auch die Sozialkompetenzen, das werden wir heute noch an verschiedenen Stellen hören, sind massiv eingebrochen. Damit sind auch Lehrerinnen und Lehrer überfordert und man hört Stimmen wie die JAS ist, die Jugendsozialarbeit an Schulen, ist so wichtig wie nie. Es kommt dazu, dass viele Streitereien beispielsweise die Lehrer dazu zwingt, dann mit Gruppen nach der Pause vor dem JAS-Büro zu stehen. Also es zeigt, hier ist relativ viel Dynamik. Der Klassenverband funktioniert nicht mehr, soziale Kompetenzen gehen verloren, Nerven liegen blank.
ein extrem hoher Bedarf an Einzelfallarbeit, aber eben auch Elternarbeit. So viel ergänzend zu Jas. Und noch ganz kurz Stimmen zur offenen Jugendarbeit, den Jugendtreffs und den Gemeindejugendpflegen. Die Jugendlichen vermissen die regelmäßigen, unkomplizierten Zusammentreffen. Es ist viel mehr Einzelfallhilfe notwendiger als vor der Pandemie. Und die Jugendtreffs stellen fest, dass die Kids von digitalen Angeboten überfrachtet sind. So viel von der Sparte. Und dann darf ich noch übergeben an die Sabine Herrmann mit den Ganztagsschulen. Ja, also an den offenen Ganztagsschulen oder überhaupt an den Ganztagsschulen ist aktuell die Situation natürlich auch sehr herausfordernd. Der Normalbetrieb ist schwer aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Gruppen oder Klassen sind ständig in neuen Konstellationen zusammengesetzt. Und was uns große Schwierigkeiten oder große Sorgen bereitet, ist tatsächlich dieser fehlende Lernstoff, der kaum oder aus unserer Sicht ja gar nicht mehr nachzuholen ist. Also ist es festzustellen, dass wir Kinder in zweiten Klassen haben, die noch nicht lesen und schreiben können. Und das dann aufzuholen bei dem neuen Stoff, der ja wieder dazukommt, kann man sich vorstellen, was es für Herausforderungen sind für die Kinder. Wenn wir die Frau Tanja Schädelbauer noch was einbringen. Dankeschön. Wir als Kreisjugendring Landshut sind ja die Vertreter und das Sprachrohr für unsere Mitgliedsvereine und Verbände im Landkreis. Und als solches möchte ich noch eine ganz andere Problematik darstellen, vor der die Jugendarbeit und damit wir und unsere Verbände jetzt stehen. Die Jugendarbeit oder die Prinzipien der Jugendarbeit zeichnen sich ja durch niedrigschwellige und freiwillige Angebote für alle Kinder und Jugendliche aus. Vereins- und Verbandsarbeit bietet daher ein großes Maß an präventiv wirkenden Angeboten. Das sind Angebote wie Gruppenstunden, Ferienfreizeiten, Feste, alles Mögliche, was man im Verein und Verband eben anbieten kann. Fernab vom Alltag und vor allen Dingen fernab vom Leistungsdruck, der häufig in der Schule eben mitschwingt. Die Jugendarbeit unterstützt die Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung. Sie können sich frei entfalten und Erfahrungen mit dem Peer Group sammeln, wie wir schon gehört haben, ein sehr wesentlicher Teil, und ihre Persönlichkeit entwickeln. Außerdem erfahren sie halt auch ihre Freizeit oder freie Zeit durch partizipative Angebote, wie wir es ja schon angesprochen haben, mitzugestalten und ihre Meinung zu äußern und zu präsentieren. Und all diese präventiven Angebote konnten in letzter Zeit nicht ausreichend angeboten werden. Das wissen wir alle und haben wir alle mitbekommen. Und die Kinder und ganz besonders die Jugendlichen haben geäußert oder scheinen so einen gewissen Vertrauensbruch jetzt zu haben. Sie sind immer wieder damit konfrontiert worden, dass Veranstaltungen, Angebote abgesagt wurden, Einrichtungen einfach geschlossen wurden und sie standen vor verschlossenen Türen und hatten keine Anlaufstelle mehr. Sie haben sich alleingelassen gefühlt, waren immer wieder enttäuscht und wie wir es auch schon gehört haben, die gewohnten sozialen Kontexte und Kontakte sind halt auf einen Schlag weggebrochen. Auch schon gehört, einige Jugendliche haben sich dann halt zurückgezogen und haben geäußert, dass sie im Endeffekt, sobald sie einen Fuß vor die Tür gesetzt haben, das Gefühl hatten, sie brechen irgendeine Regel und werden gleich zur Rechenschaft gezogen und sind dann lieber mal zu Hause geblieben, als sich da irgendeiner Gefahr auszusetzen oder irgendwie gerügt zu werden. Und ziehen sich halt dadurch halt immer mehr zurück. Und was man auch noch dazu sagen muss, die Jugendarbeit wird ja zu einem sehr, sehr großen Teil von ehrenamtlichen Leuten getragen. Ehrenamtliche, die meist selbst noch Jugendliche sind oder zumindest junge Erwachsene auch. Und das Ehrenamt kämpft ja schon seit Jahren eigentlich damit, dass es Leute findet, die das noch machen wollen. Und durch die Pandemie ist das jetzt eigentlich nochmal eher verschlimmert worden. Einfach weil die Gründe, die wir schon genannt haben, Ehrenamtliche, die Aktionen machen wollten und motiviert waren, konnten es dann nicht, weil es irgendwelche Verbote gab, irgendwelche Regelungen und Hindernisse. Und auf der anderen Seite ist das Ehrenamt mit so viel
Schwierigkeiten verbunden, Hindernissen und jetzt auch Ängsten verbunden, wie es davor halt nicht der Fall war. Man fragt sich als Gruppenleiter, darf ich überhaupt eine Gruppenstunde machen? Was für Regeln gelten für welches Alter? Was muss ich beachten oder setze ich mich oder die anderen jetzt einer zu großen Gefahr aus, wenn ich jetzt irgendwelche Aktionen starte? Auf dem Land wurde auch noch geäußert, dass in der Schule natürlich strikte Trennungen gelten, wie wir schon gehört haben. Die Klassen dürfen sich quasi nicht begegnen, sollen sich aus dem Weg gehen und in den Gruppenstunden würden sie sich dann wieder vermischen. Das passt halt nicht so richtig zusammen und führt dann auch wieder so ein bisschen zur Verunsicherung. Und jetzt ist es halt so, dass im Endeffekt man fürs Ehrenamt noch viel mehr Motivation, Überzeugung und Herzblut eigentlich aufbringen muss und da reinstecken muss, um diese ganzen Hindernisse und Schwierigkeiten überhaupt zu überwinden. Ja, genau. Deswegen müssen wir schauen, um allen Kindern und Jugendlichen wieder mehr offene und freie Räume bieten zu können, müssen wir zum einen zeigen, dass sie eben nicht alleine sind, dass sie gehört werden, dass wir sie wahrnehmen, dass wir für sie da sind und ihr Vertrauen wieder aufbauen. Und dafür brauchen wir natürlich auch wieder die Ehrenamtlichen, die wiederum Unterstützung bekommen müssen, die mehr Sicherheit bekommen müssen in ihren Tätigkeiten. Und wir müssen mehr Anreize schaffen, um das Ganze wieder lukrativ und ja, sinnvoll bieten zu können, um dann halt auch wieder die notwendigen Angebote für die Jugendlichen bereitstellen zu können. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt wirklich ein sehr, sehr guter Aufriss ja, der Probleme, über die wir hier auch am runden Tisch ja diskutiert haben, ja, die auch in den Studien mitunter angesprochen werden. Ich glaube, das war jetzt einfach ein ganz guter Aufriss und man könnte sagen, dass das, was da in den Studien diskutiert wird, auch direkt in Landshut ja, zu spüren ist. Ja, also ich meine, so ist es. Und ich meine, wir sitzen jetzt heute zusammen, um zu gucken, was man da sozusagen heute handeln muss, ja, und wo wir ansetzen müssen, damit wir ja, diese Generation, ja, die zukünftige Generation, damit die uns nicht wegbricht. Das ist, glaube ich, so. Ich glaube, der Aufriss hat das jetzt wirklich sehr gut gezeigt und die Themen noch mal sehr, sehr veranschaulicht. Wir gucken jetzt mal in die Ämterseite, also was in den Ämtern da angekommen ist, sowohl im Landkreis wie auch in der Stadt. Wir hören jetzt erstmal von der Frau Gugelhöhr, was von den Corona-Folgen eigentlich in den Ämtern spürbar gewesen ist. Ja, und wie sich die Folgen denn sozusagen in einem Amt, in einer Behörde niederschlagen? Ja, wir haben jetzt sehr schön gehört, welche Probleme sich schon in der präventiven Arbeit gezeigt haben. Bei uns ist es ja so, im Kinderschutz ist die Spitze des Eisbergs schon erreicht, wenn es um die Umsetzung des Kinderschutzes geht. Und diese Umsetzung hat uns während der beiden Lockdowns natürlich vor sehr große Herausforderungen im Kinderschutz gestellt. Gerade die Überprüfung und Gewährleistung der Hausbesuche waren stets im Spannungsfeld mit dem Infektionsschutz zu sehen. Täglich immer wieder die kreative Abfrage, wie können wir das denn umsetzen? Wie können wir denn ja auch noch den Schutz der Mitarbeiter trotzdem gewährleisten? Wir sind in allen Lockdowns immer rausgefahren zu den Familien, haben kreative Methoden gefunden, um auch die Kinder zu sehen, mit ihnen zu sprechen. Da war auch der ein oder andere Hausbesuch durchs Fenster natürlich mit dabei. Gespräche auf der Terrasse in dicker Jacke und zitternd und fröstelnd. Genau. Also der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Standards und Leitfäden mussten beinahe täglich neu erdacht, wieder umgeworfen, wieder neu erdacht werden. Und sehr, sehr viele zeitliche Ressourcen wurden dafür einfach auch benötigt, tatsächlich immer wieder Möglichkeiten zu finden. Maskenbeschaffung, Schnelltests, wo kriegen wir denn die her? Wo können wir Kinder überhaupt, die positiv getestet sind, unterbringen? Sehr viel Telefoniererei, regional, aber auch überregional, wo wir einfach einen Platz finden können. Im Wissen, dass die blinden Flecken erheblich waren, was sich zum Teil in einem schon drastischen Rückgang der Gefährdungsmeldungen im ersten Lockdown zeigte, können wir aber sagen, dass wir alle Meldungen stets
weiterhin nachgekommen sind. Da haben wir vorher auch im Vorfeld drüber gesprochen. Das war bei euch im Stadtjugendamt auch gewährleistet. Vor allem seitdem die Möglichkeit der Notbetreuung sich dann auch wieder etabliert hatte und auch die Schulen wieder geöffnet waren, häuften sich dann aber auch wieder die Meldungen. Also bei uns, wenn ich Rückblick auf das letzte Jahr, allein in den letzten 3 Monaten des letzten Jahres hatten wir 35% aller Meldungen des Gesamtjahres. Also man hat einfach ganz deutlich gemerkt, die Schulen haben wieder geöffnet, dann waren die Sommerferien, dann ging es im September langsam wieder los. Die Schüler haben auch ihre JAS-Kräfte wieder kennengelernt und wieder gesehen und dann hat sich's vor Weihnachten einfach wieder gehäuft und zugespitzt. Es zeigt sich ganz klar, dass nachgearbeitet werden muss und dass auch Familien jetzt Schwierigkeiten haben, die ansonsten sehr gut mit ihren, ja, mit den ganz normalen Problemen, die man einfach hat, mit Kindern und Jugendlichen zurechtgekommen sind, die aber über diese ganze lange Zeit einfach an ihre Grenzen gekommen sind und ja, die sie ohne Pandemie einfach überhaupt gar nicht kennengelernt hätten. Konkrete Folgen sind der steigende Bedarf an Maßnahmen, aber auch eben Maßnahmen, die nicht beendet werden können, weil sich einfach pandemiebedingt nochmal neue Probleme dazu ergeben haben. Es melden sich jetzt gehäuft Familien auch selber, Jugendliche melden sich selber, wollen in Obhut genommen werden, wollen nicht zu Hause bleiben, können das sehr, sehr klar formulieren. Also da haben wir einfach doch einen sehr hohen Bedarf, konnten dem aber trotzdem aus meiner Sicht sehr gut gerecht werden, weil wir einfach reagiert haben mit passgenauen Maßnahmen. Wir haben einfach neue Konzepte entwickelt. Wir haben wirklich sehr strukturiert begonnen, Kurzzeitinterventionen für solche Familien auch anzubieten, weil wir schon die Erfahrung gemacht haben, dass viele Familien einfach kurzzeitig in ein Loch gefallen sind und einfach ja, durch eine kleine Intervention auch wieder selber ja, in die Spur gekommen sind. Hierbei spielte natürlich der Schulterschluss mit der Jugendhilfe, die hier ja zahlreich präsent ist, eine große Rolle. Und darauf konnten wir einfach bauen, dass da ein guter Schulterschluss da ist, dass man wirklich auf dem kurzen Weg sehr unkonventionelle Lösungen auch oft gefunden hat. Also Erzieher, die mit in die Quarantäne gegangen sind, die wirklich sehr kreativ auch reagiert haben in den Einrichtungen. Und von dem her würde ich sagen, muss man nicht ganz negativ auf die Pandemie blicken. Ich glaube, wir sind alle gemeinsam unserem Auftrag doch weiterhin sehr gut nachgekommen und denke, das werden wir auch in der Zukunft tun und uns sicherlich noch verbessern. Und ja, ich hoffe auch, dass aus so einer Runde ja, gute neue Ideen auch kommen, auf die wir natürlich bei den erzieherischen Hilfen und im Kinderschutz auch angewiesen sind. Danke. Herr Börgel für das Jugendamt Landshut. Ja, auch im Stadtjugendamt waren wir mit den gleichen Problemen natürlich befasst. Es war auch bei uns so, im März 2020 fing Corona so richtig an, als dann der Lockdown anfing. Und das war Corona, da haben wir plötzlich gemerkt, uns bricht ganz viel weg, was für einen effektiven Kinderschutz wichtig ist. Wir hatten nicht mehr die Schulen als Kooperationspartner. Kindertagesstätten waren nicht mehr da. Jugendsozialarbeit an Schulen, die immer die Einrichtungen sind, mit denen wir eng kooperieren müssen, mit denen wir eng kooperieren, um frühzeitig zu erkennen, wo brauchen Kinder, Jugendliche, Familien Unterstützung, bis hin zu, wo sind mögliche Gefährdungen da. Das war plötzlich nicht mehr da. Wie Frau Google schon gesagt hat, wir hatten plötzlich ein unwahrscheinlich großes Maß an blinden Flecken, was uns auch natürlich verunsichert hat. Haben aber natürlich ganz klar dann mit den ambulanten Hilfen abgesprochen, natürlich geht die Arbeit weiter und natürlich heißt Jugendhilfe auch trotz Lockdown, dass die Familien, die in Betreuung sind, weiter betreut werden, dass die Kinder, die in die Einrichtungen gehen, weiter in den Einrichtungen sind, in die Tagesstätten weitergehen können. Auch da gab es immer wieder neue Vorgaben von den Ministerien, wenn wir dann noch die Problematik haben, dass das Kultusministerium andere Vorgaben rausgibt wie das Sozialministerium, dann wurde es besonders schwierig. Wir mussten also immer wieder neu lernen, was ist jetzt eigentlich gerade Stand. Das war schon schwierig. Dann hatten wir teilweise Einrichtungen, die gesagt haben, jetzt haben wir einen Corona-Fall und wir lassen jetzt während der Quarantäne den Großteil der Kinder zu Hause zu ihren Familien. Und da mussten wir sagen, Moment, es gibt einen Grund, weswegen die Kinder nicht in ihren Familien sind, sondern in der
Einrichtung sein müssen. Das kann ja aufgrund von Corona jetzt nicht plötzlich aufgehoben sein. Das waren so alltägliche Geschichten, die uns die Arbeit ja schwerer gemacht haben, die ganz viele neue Herausforderungen waren. Das war viel, aber wie Frau Gugler auch schon gesagt hat, es war klar, es muss ja gemacht werden und dann wurde es auch gemacht. Diese blinden Flecken waren wirklich das Problem. Das haben wir relativ schnell gemerkt. Wir kriegen nicht mehr die Meldungen über Kindeswohlgefährdungen. Wir haben jetzt im Rückblick dann aber auch in unseren Statistiken gemerkt, ja, wir haben schon noch welche bekommen, aber die kamen von einer ganz anderen Seite. Wir haben viel mehr Meldungen der Polizei gehabt, wir haben mehr Meldungen von Nachbarn gehabt, weniger von Einrichtungen. Man muss aber davon ausgehen, wenn eine Meldung von der Polizei gekommen ist, dann ist die Eingriffsschwelle eine andere. Da muss erstmal vielleicht nochmal mehr passiert sein, bis die Polizei überhaupt geholt wird. Also der Zeitpunkt, wo wir was von einer möglichen Gefährdung mitbekommen haben, war einfach auch später. Vernachlässigung als Kindeswohlgefährdung war plötzlich, das haben wir jetzt in unserer Statistik gesehen, wurde seltener gemeldet, eher die Gewalttaten, was eigentlich völlig ungewöhnlich ist, weil Vernachlässigung ist immer der Punkt prozentual, der am höchsten ausschlägt bei Kindeswohlgefährdung. Das heißt, auch da erkenne ich den blinden Fleck. Da, wo Kinder vernachlässigt wurden, sind sie auch da unterm Radar des Jugendamtes und der öffentlichen Jugendhilfe und der Jugendhilfe insgesamt verschwunden. Da mussten wir ganz intensiv schauen, wie behalten wir denn den Kontakt. Wir haben im Jugendhilfeausschuss im März letzten Jahres schon die COPSI-Studie vorgestellt, dass wir auch gesagt haben, nicht nur wir als Behörde, sondern auch der politische Arm muss und soll auch informiert werden über Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das konnten wir machen, indem wir die COPSI-Studie vorgestellt hat, die sich mit der psychischen Gesundheit der Kinder in der Corona-Pandemie einfach befasst hat, die herausgestellt hat, dass sich die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen belastet fühlt, dass langfristige Gesundheitsrisikos einfach zu erwarten sind, auch dass sich aus Angstreaktionen irgendwann manifeste depressive Störungen entwickeln können, dass zunehmende Streitigkeiten in Familien da sind. Ganz besonders, auch das wird schon angesprochen, sind erstmal die sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen natürlich betroffen und mehr betroffen als andere. Eltern mit jüngeren Kindern, mit vielen Kindern, alleinerziehende Eltern hatten auch einen größeren Leidensdruck, waren auch Betroffene aus der Studie. Die wurde im letzten Jahr auch nochmal wiederholt. Ende letzten Jahres kam eine Folgebefragung raus, die diese Ergebnisse eigentlich auch nochmal bestätigt hat, was wir im Alltag letztendlich ja auch immer sehen, auch in der Kooperation mit Kinder- und Jugendpsychiatrien, mit Therapeuten, dass die gesundheitlichen, die psychischen Auswirkungen da sind. Nicht alle Belastungen sind und werden sofort Krankheitsbilder, werden sofort Diagnosen, aber die Belastungen sind letztendlich da. Die Folgebefragung hat auch herausgestellt, was unterm Strich positiv war, dass Familie da war. In vielen Fällen war Familie wirklich zur Verfügung, stand da, stand auch für die Kinder da, was wir für uns letztendlich dann als Auftrag mitnehmen müssen, meines Erachtens, dass wir weiter auch in der Jugendhilfe stark daran arbeiten, Familien zu stärken, viel Ressourcen zu erkennen, Ressourcen zu fördern in den Familien, um Kindern dort den Halt zu geben, den sie brauchen. Und den Familien die Stärke zu geben, um den Kindern diesen Halt geben zu können. Okay, vielen Dank. Also was ich jetzt nochmal verstanden habe, ist, dass die natürlich Sie beschäftigt, der Kinder und der Kinderschutz. Ja, also ich meine, das ist ja auch eine bundesweite Entwicklung. Man muss sich allerdings so ein bisschen Sorgen machen, weil ich habe noch mal die bundesweite Kinder- und Jugendhilfestatistik angeguckt, weil die in der Pandemie die Hilfen zur Erziehung runtergegangen sind. Und das hat natürlich möglicherweise auch damit zu tun, ja, dass Jugendämter die Fälle auch nicht bearbeiten können oder dass es schlummernde Fälle gibt, die nicht gemeldet werden, ja, also die dann später zu Fällen, ja, sozusagen werden. Also das wissen wir ja nicht. Ja, also welche Effekte das hat. Ja, also ich meine, Sie haben jetzt gesagt, wir arbeiten so weiter wie gehabt, aber es kann natürlich sein, dass Fälle auch noch kommen. Ja, also wenn man das jetzt ernst nimmt, also es gibt ja auch diesen Arbeitskreis Kinder und Jugend der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Passau-Dingolfing und Landshut, die haben in ihrem Schreiben geschrieben, ja, und sagen, die derzeitigen psychosozialen Hilfestrukturen,
ja, in der Region reichen nicht aus, um die psychischen Langzeitfolgen zu begegnen. Ja, also das sagt der Arbeitskreis, ja, der natürlich auch ein bisschen in eine ähnliche Richtung weist, wo man dann gucken muss, wo bleiben diese Fälle. Whatsoever, wir wissen es noch nicht. Wir wollen jetzt mal hinhören in die Behördenleitungen, sage ich mal, ja, in die Richtung von Herrn Dreyer gesprochen. Ja, Sie haben jetzt viel gehört. Sie mussten jetzt ja also ganz lange zuhören. Was wir von Ihnen jetzt hören wollten, ist eigentlich so, welche Konzepte gibt es bereits auf Ihrer Seite, um diesen Folgen sozusagen zu begegnen? Ja, also was haben Sie schon entwickelt, was läuft? Vielleicht können Sie uns so einen kleinen Überblick geben. Ja, zunächst möchte ich vielleicht einmal nochmal einen Schritt oder zwei zurückgehen und als erstes auf die Corona-Pandemie eingehen an sich. Die Corona-Pandemie ist ja nicht ein Landkreis-Lands- oder ein Stadt-Lands-Thema, es ist ein weltweites Thema. Und es hat kein Land dieser Welt den Masterplan aufzeigen können, egal wie man es machen wollte. Irgendwann ist man wieder gescheitert oder man ist von irgendwelchen Zahlen, ob das Todesfälle oder Inzidenzen oder sonst was war, wieder eingeholt worden, weil es eben keiner wusste und auch heute noch nicht weiß, so genau, wie sich dieses Coronavirus und die Pandemie entwickelt. Und deshalb ist es so schwierig und für die Politik, ich möchte hier mal eine Lanze brechen für die große Politik, ich komme her noch mal drauf, auch wenn ich, und glaube, so bin ich ja bekannt, immer auch sehr kritisch bin und das auch unmittelbar auch an die entsprechenden Stellen auch weitergebe, wenn Maßnahmen nicht mehr verständlich sind oder auch in der Umsetzung sehr schwierig sind. Allerdings muss man eines festhalten, Corona hat alle überrascht, weltweit alle überrascht, und deshalb müssen wir uns aus meiner Sicht immer wieder auch positiv mit diesen Themen auseinandersetzen, weil mit Lamentieren oder mit Kritisieren und so weiter können wir diese Themen auch nicht lösen. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass wir in so einer Runde mal beieinander sitzen, dass wir uns austauschen und dass wir vielleicht auch voneinander lernen, was der eine oder die anderen in ihrem Zuständigkeitsbereich für Themen auch haben. Auch für mich oder auch bestimmt für den Oberbürgermeister ist es wichtig, aber ich denke auch, dass es für Sie wichtig ist, dass Sie auch sehen, was wir für Maßnahmen schon ergreifen beziehungsweise auch für Zwänge haben. Zum anderen möchte ich feststellen oder müssen wir leider feststellen, dass wir bereits vor Corona Jahr für Jahr im Bereich der Jugendhilfe oder Kinder- und Jugendhilfe beispielsweise steigende Fallzahlen und extrem explodierende Kosten hatten. Und das natürlich jetzt in Corona-Zeiten noch hinzukommt. Aber ich bin auch überzeugt, und das haben wir ja gerade in verschiedenen Statements schon gehört, ich bin auch überzeugt, dass diese Kurve nach oben, wenn Corona eines Tages doch komplett vorbei sein sollte oder beherrschbar ist, dass es dann über Jahre noch on top Leistungen gibt oder geben wird oder geben muss, die Corona-bedingt oder ausgelöst dann auch sind. Wir müssen aber auch festhalten, dass die Aufgaben in der Jugendhilfe immer komplexer und umfangreicher werden. Eben wegen der Corona-Pandemie, aber auch wegen der Gesetzesänderungen, die wir umzusetzen haben von Bund, von Land und so weiter. Und jetzt möchte ich nochmal, was ich vorher gesagt habe, wenn Bund und insbesondere auch unser Freistaat Bayern in der gesamten Corona-Pandemie unsere Unternehmen, unsere Wirtschaft, egal wen, mit solchen Hilfen nicht unterstützt hätte, mit Millionen und Milliarden Hilfen, dann hätten wir wahrscheinlich im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe oder in dem ganzen komplexen Thema noch viel größere Probleme. Warum? Ich nehme nur ein Beispiel, Kurzarbeitergeld. Wenn in den Familien plötzlich extreme finanzielle und existenzielle Ängste herrschen, dann überträgt sich das natürlich zunächst im Elternbereich, aber dann sofort auf die Kinder und die Jugendlichen. Und deshalb
bin ich da sehr dankbar, dass Bund und Land hier so tatkräftig unterstützt haben, weil ich glaube, das ist ein indirekter Beitrag auch, damit wir in diesem Themenfeld nicht solche schweren Verläufe und schwere Fälle haben, die ohnehin natürlich zugenommen haben. Was machen wir speziell jetzt im Landkreis Landshut? Ich denke, ich spreche ja immer in der Region Landshut, aber ich denke doch, dass das urbane Gebiet, in dem Fall die Stadt Landshut oder auch die Umlandgemeinden, nochmal andere Herausforderungen haben, wie vielleicht es weiter draußen im ländlichen Bereich ist. Nichtsdestotrotz darf man diese Situation auch nicht unterschätzen. Allerdings müssen wir eines feststellen, dass im ländlichen Bereich, ja, da ist, wir haben es ja gehört, da gibt es, oder zumindest vor Corona, hat ja Corona auch so vieles beeinträchtigt, nicht mehr ermöglicht, die Vereinsarbeit, die Feuerwehren, die Sportvereine, die Schützenvereine, ganz besonders die Landjugenden. Es haben keine Veranstaltungen, keine Fahnenweihen, keine Gründungsfeste, alles das, wo man sich treffen kann, nicht mehr stattgefunden. Und diese fehlenden sozialen Kontakte, die man im Kinder- und Jugendbereich ja bemängelt, kritisiert, die fehlen auch im Erwachsenenbereich. Auch da müssen wir feststellen, dass sich viele Menschen, ich bezeichne es immer so, komisch entwickeln, es ist vorsichtig ausgedrückt, komisch entwickeln, weil sie eben mit der Situation nicht mehr zurechtkommen. Und das überträgt sich dann natürlich. Und wir haben im Landkreis Landshut ja auch im Jugendhilfeausschuss bereits den Etat für das neue Jahr 2022 wieder festgezurrt. Wir haben in diesem Jahr für die Jugendhilfe werden wir knapp 23 Millionen Euro aufwenden. Das ist ein Plus von fast 9% im Vergleich zum letzten Jahr 2021. Und wenn man 10 Jahre zurückschaut, ist das eine Verdoppelung. Vor 10 Jahren hatten wir im Jugendhilfebereich noch 11 Millionen und jetzt haben wir fast 23 Millionen. Ebenso haben wir den Kinderhilfebereich oder Etat nochmal um fast 13% erhöht. Und was mich besonders, und da lege ich auch einen besonderen Wert immer drauf, nicht nur in diesem Bereich, auch in vielen anderen Bereichen, das ist der präventive Bereich. Auch den unterstützen wir wieder mit weit über 500.000 Euro. Es sitzen einige Träger hier am Tisch und vertreten auch die anderen. Und da bin ich ja sehr dankbar, diesen freien Trägern. Aber mit über 560.000 Euro unterstützen und fördern wir auch diese, weil gerade in dem Bereich Prävention, Vorbeugung und auch ins Gespräch kommen, das für mich ganz besonders wichtig ist, eben jetzt ganz besonders, und das wird uns auch in der Zukunft noch begleiten. Und ein letztes noch, wir investieren sehr viel in die Bildung, und Bildung bedeutet natürlich auch moderne Schulgebäude, digitale Lernumgebungen, und das, glaube ich, ist eine wichtige Voraussetzung, dass wir hier auch wieder ja aus diesem Themenfeld rauskommen. Aber zum Schluss noch, ich möchte es immer positiv das Ganze begleiten, auch wenn es uns sehr, sehr stark betroffen hat. Wir können alle dankbar sein, dass es eine Pandemie ist, die zwar Todesfälle geopfert hat, gefordert hat, aber dass wir Gott sei Dank keinen Krieg erleben müssen oder mussten. Und ein ganz bekannter amerikanischer Ex-Präsident hat einmal ein Zitat geprägt, ist jetzt 41 Jahre her, der gesagt hat, frage nicht, was das Land für dich tun kann, sondern frage, was du für das Land tun kannst. Das kann man immer wieder abwandeln, und das würde ich mir auch wünschen, dass wir das gemeinsam auch so mitnehmen. Und dann, glaube ich, können wir gemeinsam gestärkt aus dieser Pandemie auch herauskommen. Okay, das war ja jetzt fast ein Konzept sozusagen. Wir wollten ja nicht unbedingt hören, was Sie an Geld investieren. Das war ja nicht der Punkt. Wir wollten ja auch ein bisschen hören, was Sie sozusagen für Ideen haben, was irgendwie, wie man dem begegnen kann. Ich meine, dass man dem begegnen muss. Ich glaube, das ist allen klar. Und letztendlich, dass das auch Geld kostet. Ich meine, das machen uns viele Länder. Ich habe mir mal rausgeschrieben, wie viele Sofortprogramme die unterschiedlichen Länder im Augenblick ja ausgeschrieben haben, wo die überall rein investieren. Da muss ja auch was in Landshut auch mal ankommen, ne? Also sagen wir mal so. Und wenn man sich die Statistik
genau anguckt, dann ist Ihnen natürlich auch klar, dass der größte Teil der Kostensteigerung in der Kinder- und Jugendhilfe der Kita-Bereich ist. Ja? Also, und den haben wir jetzt hier nicht am Tisch. Wir haben jetzt hier Hilfen zur Erziehung, ja? Wir haben jetzt hier andere Bereiche. Also dass der größte Teil, der in der Kinder- und Jugendhilfe aufgewendet wird, ist der Kita-Bereich und der Ausbau der Kindertagesbetreuung. Ja? Also der insofern, wir reden die, jetzt der fällt aber nicht in die Zuständigkeit des Landkreises, sondern in die 35 Gemeinden. Ja, okay. Ja? Also dann haben Sie ja noch mehr Geld. Also wenn nein. Also dann nein, wir haben nicht mehr Geld. Das Geld kommt ja dann zu den Gemeinden. Ach so, alles klar. Jetzt hören wir aber erstmal den Herrn Putz, was hier in der Stadt Landshut für Konzepte vielleicht schon da sind. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich die Bausteine und wenn ich mir die Förderprogramme anschaue, die jetzt aufgelegt werden auf Bundesebene auch, dann sind es ganz viele Dinge, die ja auch schon vor Corona gelaufen sind, die heute halt massiv verstärkt werden sollen und müssten. Natürlich haben wir da das Problem, dass wir es in der Kommune oder vor Ort umsetzen müssen. Dazu braucht man Geld, ist klar, dazu braucht man vor allem Personal. Ich muss aber trotzdem auch ein bisschen an den Herrn Landrat anschließen. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber es gibt schon ein paar grundsätzliche Dinge anzumerken. Zum einen möchte ich einmal noch betonen, dass Corona, die Pandemie, erstens einmal ist die größte Herausforderung nicht nur bei uns in Deutschland, weltweit seit der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs, die erste weltweite Pandemie seit mehr als 100 Jahren, spanische Grippe damals mit 50 Millionen Todesopfer. Natürlich gab es dafür überhaupt keine Blaupause. Und die Pandemie wirkte sich wie ein Brennglas aus, unter dem man bestehende Defizite natürlich wesentlich stärker merkt. Denn all die Themen, die jetzt verstärkt zutage treten, gibt es schon. Vernachlässigung von Kindern, Bildungsungerechtigkeit, gerade in bestimmten Schichten. Das Thema von Kindeswohlbeeinträchtigungen. Also all das, was jetzt zutage tritt, gibt es schon und gibt es leider zu häufig in unserer Gesellschaft, muss sich die Frage stellen, naja, vielleicht hätte man sich auch vorher noch intensiver damit beschäftigen müssen. Ja klar, daran arbeiten wir ja alle, vor allem Sie, die alle hier am runden Tisch sind. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr gut, dass solche Veranstaltungen stattfinden. Und wir stellen uns der Herausforderung ja schon lang, weil uns geht es ja genauso wie dem Landkreis und so geht es eigentlich allen Kommunen, dass die Aufwendungen in dem Bereich der Jugend- und Sozialarbeit von Jahr zu Jahr steigen. Das bedeutet, in der kommunalen Verwaltung wird massiv aufgerüstet, nicht nur in dem Bereich der Kindertagesstätten, natürlich eben auch in allen anderen Bereichen. Und zudem gibt es ja so viele Institutionen außerhalb der Jugendhilfe, auch Ehrenamtliche, die schon erwähnt worden sind, die ja Gott sei Dank schon da sind und die jetzt auch eine ganz, ganz wichtige Funktion übernehmen. Sie sind nämlich bereits die Lobby. Sie haben vorher gesagt, die Jugendlichen, die Kinder und Jugendlichen brauchen eine Lobby. Wir haben Gott sei Dank diese Lobby schon, die dann auch an uns herantritt. Man muss auch vielleicht einmal die Situation sehen, die wir jetzt, ein Landrat, ein Oberbürgermeister, so ging es vielen, die in den Kreisverwaltungen die Verantwortung hatten und haben in dieser Pandemiebekämpfung. Wir haben ja auch Aufgaben übernehmen müssen, die wir noch nie zuvor hatten als Kommunen. Ne? Wir haben zum Beispiel im Frühjahr 2020 riesige Probleme gehabt, Materialbeschaffungen für Masken, für Kliniken, für Altenheime etc. Zu besorgen. Und das ist ungefähr so wie in einer Naturkatastrophe, ein Hochwasser kommt, als erster braucht man Sandsäcke und versucht die zu schlichten und dann versucht man die Katastrophe unmittelbar zu beheben. Natürlich dann das Thema Überlastung des Gesundheitssystems, der Kliniken, der Intensivstationen, Beatmungsgeräte, die gefehlt haben. Nach und nach in jeder Welle wiederum etwas modifizierte Probleme und natürlich gibt es dann die Aufräumarbeiten unter Anführungszeichen nach dem eigentlichen Hochwasserereignis und da treten dann solche Dinge zutage und da muss man sich intensiv darum kümmern. Was mir bei dem Thema auch ganz wichtig ist, ich habe erlebt und in auch vielen Gesprächen auch mit Eltern, aber auch mit sehr vielen Lehrkräften, dass mir wiedergespiegelt worden ist, dass
die weit überwiegende Zahl der Kinder und Jugendlichen äußerst solidarisch waren in dieser Zeit und sich unglaublich engagiert mit auch bemüht haben, bei dieser Pandemiebewältigung mitzuhelfen. Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig die Rolle, die wir als Erwachsene sozusagen oder wir als Gesellschaft überhaupt auch als Vorbilder abgegeben haben. Und ich glaube, dass dort schwieriger wird auch für die Kinder und Jugendlichen, dort wo Eltern oder vielleicht auch die eine oder andere Lehrkraft oder überhaupt Stimmen in der Gesellschaft eher zur Spaltung beigetragen haben oder beitragen, wie eben gemeinsam zu appellieren, dass das eine solidarische Aufgabe ist. Und das ist mir auch ganz besonders wichtig, dass wir nicht nur, der Herr Landrat hat Ähnliches vorher gesagt, nicht nur sagen, wie schrecklich und furchtbar jetzt alles war, 2 Jahre lang, und hoffentlich ist bald beendet, das ist klar, die Hoffnung verbindet uns alle, sondern es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass in einer Krise auch immer eine Chance liegt, eine Chance, dass wir auch als Gesellschaft gemeinsam etwas bewältigen. Und ich glaube, das ist schon eine Botschaft, die man auch den jungen Menschen an die Hand geben sollte und ihnen sagen muss, wir haben da was gemeinsam geschafft. Und wenn man durch eine Krise geht, kann das einen auch stärken im weiteren Leben. Vielleicht noch ein Gedanke, der mir vorher gekommen ist. Für uns sind 2 Jahre, ich wäre in diesem Jahr 59, dann ist das ja ein 1/30 meines Lebens, nicht? Wenn man jetzt 6 Jahre ist oder 8 Jahre, dann ist das natürlich ein ganz anderer Zeitfaktor und natürlich müssen wir als Erwachsene uns da auch immer in die Rolle hineinversetzen. Wir haben auch ganz konkret Dinge gemacht. Es wurde vorher schon erwähnt, wir haben uns schon im Frühjahr letzten Jahres ja intensiv mit der Situation der Kinder und Jugendlichen beschäftigt, bei uns im Jugendhilfeausschuss, auch entsprechende Beschlüsse gefasst, auch entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet oder verstärkt, die wir tatsächlich auch aufgelegt haben, wie zum Beispiel das Thema betreutes Lernen, das wirklich als Pilotprojekt bei uns gerade für benachteiligte Kinder, die zu Hause nicht die Unterstützung hatten, an 3 Grundschulen bei uns umgesetzt wurde, sehr weit überregional beachtet als Best Practice Beispiel. Ich glaube, solche Sachen sind auch unheimlich wichtig. Und das Thema Digitalisierung an Schulen, das ist natürlich eine kommunale Aufgabe. Als Sachaufwandsträger möchte ich auch was dazu sagen. Ich habe 2017 begonnen, in diesem Amt zu arbeiten. Damals gab es noch die Diskussion, ob denn an Schulen ein Handy erlaubt sein sollte. Das war an den meisten Schulen noch verboten. Das ist erst 5 Jahre her. Das heißt, natürlich sind 5 Jahre beim Thema Digitalisierung viel zu lange, aber das zeigt doch, was für wie wenig wir damals vorbereitet waren auf solche möglichen Entwicklungen. So gesehen haben wir uns Gott sei Dank auch schon damals auf den Weg gemacht und wenn auch nicht alles perfekt war und es Defizite gibt, die genau in diesem Brennglas wieder aufgezeigt worden sind, haben wir versucht, auch hier schnellstmöglich zu reagieren. Und wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft auch lernen, in Krisensituationen flexibel zu sein, flexibler möglicherweise, wie wir sind, wenn alles im Normalmodus verläuft. Es wurde viel improvisiert, sicher auch sehr gut improvisiert. Natürlich wurden auch Fehler gemacht, aber man sollte sich Gedanken machen, dass man manche Prozesse vereinfacht und verkürzt, weil man kann nicht beispielsweise mit sehr bürokratischen europaweiten Ausschreibungsverfahren sehr schnelle Schulen digitalisieren. Das funktioniert halt nicht. Und solche Sachen wären halt manchmal notwendig und sinnvoll gewesen. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, die bestehenden Dinge, die gut laufen, weiter ausbauen und investieren und letztendlich auch den jungen Menschen Mut zu sprechen und Zusammenhalt predigen und Solidarität. Ich glaube, das wäre auch ganz wichtig. Okay. Vielen Dank. Also ich meine, andere sprechen ja von einem Paradigmenwechsel, der jetzt möglicherweise durch die Jugendhilfe sozusagen durchscheinen soll. Ja, also das wird bundesweit diskutiert aufgrund dieser Corona-Folgen. Ja, wir reden von Digitalpakt, ja, bundesweit in der Jugendhilfe. Ich meine, das sind große Worte. Wir müssen uns dem hier, glaube ich, regional auch irgendwie versuchen anzunehmen. Ja, und wirklich gucken, wie dieses Thema der Corona-Folgen wirklich hier ankommen kann in allen Strukturen. Ich glaube, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob man sozusagen schon alles hat.
ja, und sozusagen jetzt immer von dem allen nur ein bisschen mehr braucht. Aber ich glaube, wir haben nachher ja einige Punkte, die wir auch aus dem Weckruf nochmal hier einbringen wollen. Also ich glaube, wir brauchen schon ein bisschen Drive. Also das glaube ich schon. Frau Wittmann, was sind Ihre Gedanken dazu? Ja, vielen Dank. Ich möchte noch zu den politischen Vertretern vorher von Peter Dreyer und von Herrn Oberbürgermeister noch ein bisschen was dazu sagen, denn diesen Part soll ja ich auch mit übernehmen als dritte Bürgermeisterin der Stadt Landshut. Wo ich ganz bei Herrn Dreyer bin, ist, dass die Familie und das, was vorher angesprochen worden ist, dass die Familie als Grundfestung, sage ich jetzt einmal so, nach wie vor wichtig ist und die Bedeutung der Familie immer wieder herausgestellt werden muss, möchte ich noch unterstreichen durch die wirtschaftliche Sicherheit, die uns der Bund mit Kurzarbeitergeld und anderen Dingen natürlich gegeben hat und das manifest, sage ich jetzt einmal, einfach gestärkt hat. Das war eine ganz wichtige Handlung, also die wirtschaftliche Sicherheit, um nicht noch mehr Probleme mit der Corona-Pandemie begleitend erscheinen zu lassen. Und wo ich ganz bei unserem Oberbürgermeister bin, ist, dass die Corona-Pandemie manches Gute herausgestellt hat, Solidarität, aber auf der anderen Seite auch Probleme noch verschärft hat. Also in bestimmten Bereichen Digitalisierung, oder Problemfälle, Problemfamilien oder egal was auch immer. Ich habe seit der letzten Kommunalwahl die ehrenhafte Aufgabe, den Jugendhilfeausschuss zu leiten. Das macht mir sehr viel Freude, denn das Gremium ist natürlich ein interessantes Gremium. Es wird durch alle Fraktionen begleitet, natürlich von der fachlichen Begleitung her, von der Behörde her, aber natürlich auch durch die Jugendverbände und durch die freien Trägerschaften. Und dieses Gremium ist natürlich eine Plattform, sage ich mal, genauso wie heute hier, wo alle diesen Interessenslagen natürlich fokussiert werden und auf den Tisch gebracht werden. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend. Und wir haben das auch gemacht. Ich will jetzt die Studie nicht nochmal wiederholen. Sie haben es vorgestellt im Jugendhilfeausschuss. Also das fachliche Wissen einerseits zu haben, auf der anderen Seite natürlich die Bedürfnisse von den Verbänden und den freien Trägern natürlich auf das politische Tableau bekommen zu haben. Ich möchte jetzt nochmal ganz ein bisschen auch noch zur Corona-Pandemie ganz allgemein was sagen, wie ich es empfunden habe. Und zwar, der Fokus war ja zunächst am Anfang nicht so sehr auf Kinder und Jugendliche, er war ja natürlich auf die ältere Bevölkerungsschicht gelegt. Wir alle wollten gemeinsam durch Solidarität, auch gerade die Kinder und Jugendlichen, Oma, Opa, also ältere Menschen schützen. Und das haben wir auch geschafft. Und das Bewusstsein war in nun allen drin. Von den Kleinkindern angefangen bis zu den Jugendlichen hin. Und ich finde es gut, dass sich die ältere Bevölkerung jetzt selbst schützen kann. Sie können sich impfen lassen. Und dass wir die Blickrichtung wechseln einmal und schauen jetzt bewusst in eine andere Richtung. Wer hat uns das alles ermöglicht und was ist da hinten alles angestanden? Es waren natürlich unsere Kinder und Jugendlichen, unsere Erstklässler, die wohl nicht einmal eine normale Klasse erlebt haben, ein normaler Schulalltag oder wie Sie zu Recht sagen, nie eine Emotionalität, also ein Gesichtsausdruck von der Lehrerin gesehen hat, weil sie natürlich immer Maske tragen muss. Also diese Defizite, die da passiert sind und das mal wirklich aufs Tableau zu bringen, das ist so, so wichtig, denn jedes Kind, jeder Jugendliche hat ja sensitive Phasen. Und wenn die Phasen vorbeigehen, dann hat man eine Entwicklung verpasst. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das heilen können später. Also in unserem Alter, ich bin schon 60, da wenn einmal ein, zwei Jahre mal gut oder weniger gut laufen, ist das eins. Also, aber bei Kindern und Jugendlichen, die entwickeln sich doch, die möchten die Persönlichkeit entwickeln, da ist so viel Vakuum passiert. Also ich konnte es gar nicht in Worte fassen, wie schlimm ich das empfinde. Und auf der anderen Seite sind wir alle bestrebt, dass die jungen Menschen dann sie in unsere Gesellschaft einbinden. Wir möchten sie ja, dass sie zu Vertretern unserer Gesellschaft später werden, im beruflichen, im gesellschaftlichen, im sportlichen, im Freizeitbereich, in allen ganzen der Fülle der Lebenserfahrungen. Und das ist natürlich, das ist ein Vakuum, die zwei Jahre sind weg. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das nachholen können. Ich möchte genau wie Sie, dass jedes Kind eine wirkliche Erstchance hat.
ein Kind von der Erststraße, wir haben im beruflichen, die Politik hat da so viel gemacht über den normalen Bildungsweg oder den zweiten Bildungsweg, da gibt es so viele Möglichkeiten, wieder an Bord zu kommen, und wenn man Chance verpasst, dann gibt es nochmal eine andere Chance, aber diese Chancen müssen wir als Politik den Kindern und Jugendlichen anbieten. Und da haben wir natürlich jetzt bei Corona-Zeiten, da haben wir Defizite. Also meine ehrenvolle Aufgabe als Jugendhilfe-Ausschussvorsitzende. Ich bin auch Sportsenatsvorsitzende, und ich versuche immer, und das ist heute auch schon angesprochen worden von Ihnen, also dass man überhaupt nicht mehr weiß, was ist eigentlich gesetzeskonform. Die Politik hat es auch nicht leicht gehabt. Sie hat auch jede Woche andere Entscheidungen, und manche Entscheidungen habe ich auch nicht verstanden, aber wir mussten da gemeinsam durch. Und diese Entscheidungen haben natürlich viel Unsicherheit hervorgerufen, bei den Jugendlichen, aber natürlich auch bei uns Erwachsenen. Ich als Vorsitzende vom Jugendhilfeausschuss, mir war es wichtig, innerhalb des gesetzlichen Rahmens, das uns der Bund und das Land vorgegeben hat, alles zu ermöglichen, was möglich war. Dass man einfach wieder in einen Vereinssport treiben kann, dass man zur Veranstaltung mal bitte nicht absagen, bitte bloß bis der Gesetzgeber sagt, wir müssen es absagen, aber vorher bitte nicht absagen. Denn es ist so schlimm, wenn man sich auf was freut und dann wird es doch wieder abgesagt, und das ist ja nicht einmal passiert, das ist ja 50 Mal passiert und öfters. Und dann irgendwann haben die jungen Leute einfach ihre Motivation verloren und sind depressiv geworden, und das möchten wir ja nicht. Wir möchten mehr Mutige und also junge Menschen, die einfach voll positiv ins Leben gehen. Okay, vielen Dank von Ihrer Seite. Jetzt haben wir noch andere Leute hier am Tisch sitzen, nämlich wir haben Vertreter aus der Stadt, sagen wir mal, Stadtvertreter. Und haben wir auch eine Vertreterin? Nein, wir haben nur Vertreter. Wir haben drei Vertreter. Das sind drei Männer. Macht nichts. Also, ich werde jetzt mal sagen, ja, also wir hören jetzt mal, wir hören Ihnen trotzdem zu. Wir sagen wir mal. Also, wir haben gedacht, der Falk Brecklein, der startet mal. Also unsere Frage an Sie war ja, welche Forderungen und Konzepte haben die Parteien für den Umgang mit Corona-Folgen für Kinder und Jugendliche? Also aus Ihrer Perspektive, gibt es von Ihnen Ideen, wo Sie sagen, da müssen wir ansetzen, das müssen wir uns hier in der Region auf die Agenda setzen? Genau. Ja, erstmal danke für die Einladung, danke für die Organisation. Genau, ich möchte kurz noch einen Satz vorweg schicken. Der Dank gilt natürlich vor allem den Kindern und Jugendlichen, die in den letzten zwei Jahren wirklich viel zu ertragen hatten, auch zu erdulden hatten. Und ich will kurz sagen, also das hat sich niemand von uns gewünscht, das ist, glaube ich, öfter angeklungen heute. Also auch wenn gewisse Kräfte irgendwie was anderes behaupten, wir sind in einer Situation, die sich niemand ausgesucht hat und die auch wirklich die letzten 100 Jahre keine Regierung musste solche Entscheidungen treffen, und das macht uns keine Freude. Ich glaube, da spreche ich für den ganzen Stadtrat, da spreche ich für den Hanno B. auch. Wie gesagt, was mir Freude bereitet, ich bin zum Beispiel im Adam e.V., das ist ein Jugendkulturverein, das ist halt auch ein offenes Angebot an Kinder, an Jugendliche. Wir organisieren Festivals, das fehlt mir. Mir fehlt es, ins Stadion zu gehen. Ich glaube, wie vielen Leuten, man sieht mich nicht so oft auf der Duld, sicherlich auch nicht auf dem Oktoberfest, aber es gibt einfach viele gesellschaftliche Einrichtungen, den Umgang, der einfach wegbricht, das merken wir, und das trifft natürlich die Kinder und Jugendlichen noch härter, gerade wenn die noch in der Entwicklung sind. Das will ich kurz vorweg schicken. Genau, auch was der OB schon angemerkt hat, es gibt systemische Probleme, die sich verstärkt haben, aber da darf man halt nicht immer nur die wirtschaftliche Seite sehen, würde ich sagen. Eins der Hauptprobleme ist, glaube ich, wirklich das dreigliedrige Schulsystem. Dadurch wird einfach die Bildungsungerechtigkeit, auch die wirtschaftliche Ungerechtigkeit, nicht nur in die Schulen projiziert, sondern auch verstärkt. Kinder werden schon ab der vierten Klasse existenziellen Ängsten ausgesetzt durch das dreigliedrige Schulsystem, durch die Angst vor dem Übergang. Der Stress setzt sich in den Familien fort und bestimmt dann den kompletten späteren Bildungsweg. So, natürlich kann man das auffangen, kann sagen, ja, es gibt einen zweiten Arbeitsmarkt, es gibt die Möglichkeit, von Abendschulen seinen Abschluss nachzuholen, aber
die Qualität und auch das Potenzial, was da verloren geht, das wird sich in einem dreigliedrigen Schulsystem nicht auffangen lassen. Und deswegen ist eine ganz klare politische Forderung an der Stelle, das eingliedrige Schulsystem mit Förderklassen nach oben und unten, mit einem modularisierten Lehrplan, mit einem entzerrten Lehrplan, wo einfach sowohl die Lehrkräfte als auch die Schüler und Schülerinnen davon profitieren können. Das ist schon mal ein Punkt, wie man systemisch angehen kann. Der andere Punkt ist natürlich die Finanzierung, da gebe ich natürlich auch Herrn Putz und Herrn Dreyer recht. Aber wie gesagt, wenn man sich alleine die Umsatzsteigerung von Großunternehmen wie Amazon anschaut in der Krise, die wirklich massiv von der Krise profitiert haben und absolut nichts zurückgeben an die Gesellschaft. Also es hat sich nichts an der Steuerpolitik geändert, es hat sich auch an Lohnniveau nichts geändert, soweit ich mich erinnern kann. Und da muss man einfach ran, also da muss man sagen, ja, dort wo die hohen Einkommen sind, dort wo einfach viel Umsatz generiert wird, müssen auch die entsprechenden Steuersätze her. Und das wird sich sicherlich nicht in Landshut lösen lassen, das wird sich noch eher in München lösen lassen, aber halt eben vor allem in Berlin. Und da hoffe ich eben, dass einfach was passiert die nächsten 4 Jahre in der Richtung. Genau, dann der andere Punkt wäre natürlich, die Ausbildung auch in den sozialen Bereichen muss eben deutlich gestärkt werden, auch das die soziale Anerkennung und der Status von Menschen, die eben in der sozialen Arbeit tätig sind, die müssen wir als Gesellschaft einfach mehr wahrnehmen, mehr schätzen. Also im Pflegebereich hat sich jetzt gezeigt, dass es da eklatante Mängel gibt. Die gab es davor auch schon. Wie gesagt, das hat sich wieder verstärkt. Aber da muss man eben sagen, ja, die Menschen, die in den sozialen Berufen arbeiten, in den sozialen Einrichtungen sind wichtig, um die Gesellschaft am Leben zu halten, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und das muss man eben nicht nur durch Anerkennung, sondern eben auch durch die entsprechende Vergütung dann auch endlich mal so auf die Straße umsetzen. Und dann fehlt natürlich auch der Organisationsgrad. Das ist jetzt eher eine gewerkschaftliche Frage. Das würde ich gerne nochmal anregen, dass die Leute einfach sich in der GEW organisieren, in der Verdi organisieren und einfach auch ihre berufliche Vertretung dort finden. Genau, und der letzte Punkt ist, glaube ich, den ich noch ansprechen will. Ich will es nicht allzu lang ausweiten, aber wie gesagt, wir brauchen die stadtnahe Versorgung mit den Angeboten. Da macht der Stadtjugendring natürlich unglaublich viel, da machen die Träger unglaublich viel, aber auch die wohnortnahe Versorgung. Also so kleingliedrig wie möglich und so nah wie möglich an den Menschen, die es brauchen. Und wie gesagt, dafür braucht man Strukturen, dafür braucht man Personal. Und da hoffe ich, dass ich einfach was tue die nächsten Jahre. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Das waren ja auch viele grundsätzliche politische Perspektiven, die Sie aufgemacht haben. Herr Weger-Behl. Ja, vielen Dank. Wir wissen nicht genau, wie lange es noch dauert. Und wir wissen auch nicht genau, wie lange wir uns mit den Folgen beschäftigen müssen. Von daher möchte ich nochmal ganz bewusst auf einen Punkt eingehen, der auch schon mehrfach genannt wurde heute, und zwar das Hinschauen und das Hinhören. Das passiert natürlich in der Familie, ganz klar, aber auch in den Kindertagesstätten und vor allem natürlich auch in der Schule. Da sind Fachleute direkt an den Kindern und Jugendlichen dran. Und da muss sehr, sehr genau hingeschaut und hingehört werden. Die Jugendsozialarbeit an Schulen ist da für mich, auch als Lehrer an der Realschule, ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Wir müssen hier genau hinschauen, wo liegen die Probleme. Und auch wenn ich befürchte, dass es in der Realität nicht gelingen wird, aber unser Anspruch muss doch eigentlich sein, dass keiner hinten runterfallen darf. Dass jeder mit seinen Problemen gehört wird. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und von daher die Jugendsozialarbeit noch weiter festigen und ausbauen, glaube ich, wäre ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch unabhängig davon, Tanja, du hast es auch schon gesagt, in den Vereinen, in den Verbänden, da passiert so wahnsinnig viel an Sozialisation und da werden auch Probleme bewusst und klar. Und da muss man auch ganz klar reingehen und sagen, was brauchen jetzt zum Beispiel Verbände und Vereine, damit sie diese 2 Jahre auch wieder kompensieren können. Weil das wird auch an den Vereinen nicht spurlos vorbeigehen, das ist ganz klar. Ein weiter wichtiger Punkt sehe ich hier zum Beispiel auch in den Jugendtreffs.
unser Jugendzentrum in der Stadt, auch der Checkpoint, der Stadtjugendring betreibt die Stadtteilarbeit in der Porschestraße und. Auch hier kann da wahnsinnig viel Arbeit und Hilfe geleistet werden, um Probleme eben aufzuspüren. Und dann kann man eben überlegen, wie reagiert man und wie kann man individuell helfen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und etwas, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, gerade auch als eins der vielen tollen Ergebnisse aus dem Partyjahr, Treffpunkte. Was von ganz vielen Kindern und Jugendlichen ja genannt wird, ist, ihnen geht der soziale Kontakt ab. Und ich glaube, hier können wir doch schon mal ansetzen. Und hier können wir sagen, Mensch, wo brauchen wir denn noch weitere Treffpunkte? Konsumfrei. Wo kann zum Beispiel auch die mobile Jugendarbeit, die ja aufsuchend ist, wo kann die hingehen? Wo treffen sich die Jugendlichen? Dazu muss ich ihnen aber auch die Möglichkeiten geben. Und diese Möglichkeiten, die zeigen uns die Jugendlichen auch. Wir müssen bloß hinschauen, wo sie sich jetzt eben gerade treffen. Und vielleicht wäre das ein Punkt, dass man hier auch sagt, was braucht ihr hier? Wo wollt ihr euch treffen? Braucht ihr einen Basketballkorb oder braucht ihr einfach nur eine Bank? Und genau da, glaube ich, kann man sehr, sehr gut und einfach ansetzen. Und wenn man solche Treffpunkte schafft, kann man ihnen hier ein Stück weit, glaube ich, auch helfen, die verlorene Zeit zumindest ein wenig wieder zu kompensieren. Und die professionelle Seite der Jugendhilfe hat vielleicht den ein oder anderen Ansatzpunkt, wo man eben den Jugendlichen genau hinhören und dann auch helfen kann. Und von daher ermutige ich natürlich auch die Institutionen, solche Aktionen wie das Partyjahr und einfach bitte unbedingt weiterzuführen, weil wir müssen mit den Jugendlichen und mit den Kindern reden und nicht über sie. Und sie sagen uns schon, was sie brauchen. Wir müssen bloß hinhören. Danke. Vielen Dank. Ich glaube, Sie haben jetzt einige Punkte angesprochen, die sich auch mit dem decken, was wir noch gleich vorstellen werden, ne, aus unserem Weckruf und was für Maßnahmen wir uns gedacht haben, die sehr konkret sind, die man hier vor Ort angehen muss, die sich auch aus dem ableiten, was wir sozusagen vorhin als Problemanzeigen haben. Also dann haben wir ja schon mal einen Verbündeten. Ja, also haben wir jetzt schon mal hingehört. Sie sind auf die gleichen Ideen gekommen oder mitunter auf ähnliche Ideen gestoßen. Herr Sommer, dürfen wir Sie noch hören? Ja, vielen Dank. Es ist jetzt schon sehr, sehr viel gesagt worden. Also recht viel Neues werde ich jetzt nicht mehr erfinden können. Aber ein Statement erlauben Sie mir bitte. Also die Corona-Pandemie ist natürlich ein großes Übel, aber jetzt die Corona-Pandemie zu benutzen, um unser Schulsystem umzustellen, also das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Muss ich jetzt klar sagen, das politische Statement vom Herrn Brecklein, also das an dem oder überhaupt diese Aufforderung jetzt, das hat mir persönlich jetzt nicht so gefallen. Ich glaube, wir haben ein gut funktionierendes Schulsystem und die Frau Wittmann hat es auch vorhin gesagt, es sind alle Wege offen. Das heißt ja Podiumsdiskussion, das möchte ich jetzt ein bisschen hier zur Diskussion beitragen. Ja, was können wir in Landshut konkret machen? Aus meiner Sicht, ich habe da ein bisschen im Internet nachgeschaut, was überhaupt so an Förderprogrammen oder was es alles so gibt, was der Bund, was das Land fördert, um Kinder und Jugendliche wieder zu motivieren und was da alles möglich ist. Da gibt es ein ganz interessantes Förderprogramm, das heißt Zukunftsmut. Das ist vom Bund, wird es bereitgestellt. Das ist hier Stärkung bürgerschaftlicher Aktivitäten vor Ort, Kinder, Jugendliche und Familien, an die ist das adressiert und insbesondere in strukturschwachen oder ländlichen Räumen, aber auch in urbanen Räumen wird dieses Programm angeboten und dieses Programm genützt. Zum Beispiel, das wäre jetzt vordringlich für mich eine Aufgabe, dass man das in Landshut, in der Region bekannt macht, dass sowas überhaupt gibt. Ich
vielleicht wisst es ihr, ich habe es nicht gewusst, aber ich glaube, dass das auch in vielen Verbänden und Vereinen nicht bekannt ist, dass es hier solche tollen Programme gibt, die Projekte fördern, die zum Beispiel auch ganz kleine Sachen fördern, wenn jetzt irgendein Verein oder Verband eine Fahrt, ein Wochenende plant, das kann man über solche, über dieses Programm sich fördern lassen und senkt natürlich enorm die Kosten für die Teilnehmer. Also das wäre zum Beispiel jetzt einmal eine Sache, dass man das den Vereinen und Verbänden nahe bringt, dass es solche Förderprogramme gibt. Dann für mich entscheidender Satz, die Frau Wittmann hat es auch schon gesagt, ich möchte es nochmal stärken, die Familien. Also die Familie ist die Keimzelle, wo eigentlich alles geschützt und funktioniert. Also die Familien gehören auf alle Fälle gestärkt und da könnte man auch, glaube ich, Herr Oberbürgermeister, wenn wir da ein bisschen in Landshut einmal zusammenhelfen, mehr für die Familien tun, wenn man irgendwo Eintrittskarten oder Eintrittspreise günstiger für Familien anbietet. Es gibt sicher solche Möglichkeiten schon, aber auch fürs Hallenbad, fürs Eisstadion oder für Schwimmbad. Bestimmte Bereiche, wo Familien besser gefördert werden und das, glaube ich, wäre auch ein direkter Auswuchs jetzt aus der Corona-Pandemie, das wo auch kurzfristig dann auch wirkt und nicht in 5 oder 6 Jahren, sondern das kann man vielleicht in heuer oder nächstes Jahr noch umsetzen. Sicher sind es wieder Kosten. Was ich mir auch gedacht habe, was mir aufgefallen ist, was bei den Jugendlichen, glaube ich, schon ein Bedarf ist, dass ein Ansprechpartner da ist in der Stadt, der schnell Auskunft geben kann. Wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe, eine Ministrantengruppe oder so ein Zeltlager plant in die Pfingstferien, jetzt weiß man gar nicht genau, können wir das durchführen oder unter welchen Bedingungen kann man das durchführen. Aber die Gruppe, die Jugendlichen müssen ja sich auch organisieren, müssen planen, wie viel Zeit die brauchen, was müssen wir einkaufen und so weiter, einen günstigen Platz. Und wenn da jetzt jemand da ist, wo man sagt, den kann man anrufen und der dann schnell Auskunft geben kann, soweit das möglich ist natürlich unter den Pandemievoraussetzungen, da er sagt, das funktioniert, ihr dürft es aber nicht mehr wie 10 Leute sein oder so weiter, also dann ist den Jugendlichen, glaube ich, da schon geholfen, wenn man da einen Ansprechpartner hat, der auf kurzen Wegen erreichbar ist. Was auch für mich wichtig ist, dass nächstes Jahr die Landshuter Hochzeit stattfindet, hab's gleich. Das, glaube ich, ist auch ein Thema, wo Kinder, Jugend wieder zusammenkommt mit Älteren, aber auf dieses Event oder auf dieses Festival, glaube ich, die Jugendlichen und die Kinder enorm warten, weil eine Generation hat er praktisch auch schon, oder ein Teil hat der Landshuter Hochzeit schon versäumt. Also wenn man jetzt schaut, der Herr Oberbürgermeister hat es vorhin gesagt, uns macht die 2 Jahre nicht so viel aus, aber den Kindern und Jugendlichen, da ist die 2 Jahre schon ein ganz anderer Zeitraum. Also das wäre ein Riesenappell für mich oder hoffentlich findet sie nächstes Jahr statt und genauso wie der Volksfeste und so weiter, dass das wieder alles so in den geregelten Bahnen stattfindet, dann kommen wir, glaube ich, wieder auch gut aus der Sache raus. Danke. Ja, vielen Dank. Also das waren jetzt allerdings auch ein paar ganz gute Vorschläge. Ich meine, sowas gab es doch hier auch schon mal, so ein Sozialpass für Familien, ja, also wo solche, so vergünstigte Möglichkeiten, Kinos und so weiter besonders. Ich meine, sowas gibt es ja eigentlich, ne? Aber okay, es geht jetzt in einer nächsten Runde mal darum, aus diesen ganzen Themen, die wir ja hier jetzt auf den Tisch gelegt haben, ja, Veränderung, Corona, Pandemie, was für Folgen hatte sie, haben wir uns ja Gedanken gemacht, was braucht's? Ja, und da würde ich jetzt mal sagen, Herr Weber, wir haben einige Punkte, da geht es ja auch um Schule.
Ja, es geht ja, ja, in einem Punkt geht es auch um Schule. Ja, wir wollen zwar... Unter anderem. Es geht nicht um den Riesenwurf, den Sie jetzt aufgemacht haben, das ist auch diskutabel, aber also Schule als Ort, wo viele Kinder sich treffen und nicht nur ihre Leistung bemessen wird, sondern wo es auch um soziales Lernen, um Begegnung, um Freizeit gehen könnte. Also da haben wir uns auch drüber unterhalten. Aber legen Sie mal los, was haben wir für Forderungen gestellt und für Ideen entwickelt. Genau, danke. Also die Forderungen des Runden Tisches, die sind jetzt auch schon ein paar Tage alt. Ich glaube, die waren im Juli letzten Jahres. Da haben wir die aufgestellt. Ich möchte jetzt die gesamten Forderungen nicht nochmal vorlesen. Das macht jetzt, glaube ich, auch wenig Sinn. Ich glaube, jede und jeder kennt diese Forderungen, aber wir würden gerne ein paar nochmal rausgreifen vor dem Hintergrund, dass das pandemische Geschehen die Lage ja auch verändert hat. Also die Situation, die wir jetzt haben, ist ja nicht unbedingt vergleichbar mit der Situation, die wir im Juli hatten. Klar. Und bei dem, was ich jetzt exemplarisch rausgreifen möchte, oder dann eben auch Frau Bruckmeier und Frau Herrmann, das sind keine Themen, wo wir jetzt besonders negative Seiten hervorheben wollen, sondern Dinge, die sich gut in Forderungen oder übersetzen lassen. Der Tobias Weger-Behl hat es vorher ja schon gesagt, hinschauen und hinhören, völlig richtig. Alle Studien, die sich mit psychosozialen Folgen von Corona verfassen, verweisen darauf, dass die Kinder und Jugendlichen in der pandemischen Situation seit März 20 nicht gehört worden sind oder nicht adäquat gehört worden sind. Wir haben sie nicht beteiligt. Und wenn ich wir sage, nehme ich uns da auch als Träger mit rein. Also das ist jetzt nichts, wo wir jetzt, das betrifft uns, die wir hier sitzen, als den runden Tisch. Das heißt, es wäre eine ganz zentrale Forderung oder auch eine, ich mag es mal als Frage konkretisieren, wie können wir denn Kinder und Jugendliche konkret in Entscheidungen einbinden? Und wenn jetzt gerade die Politik da ist in dieser prominenten Besetzung, wie können wir Kinder und Jugendliche besser in kommunalpolitische Entscheidungen einbinden? Ich mag es jetzt einfach mal stehen lassen, weil mit Blick auf die Uhr wollen wir ja auch noch diskutieren. Das war eine Forderung. Eine zweite Forderung hatten wir heute schon mal gehört. Da ging es um Themen der Beschaffung von Masken. Herr Oberbürgermeister, Sie haben das gesagt, wie schwierig das war, 2020 Masken zu beschaffen. Völlig richtig. Genauso wie adäquate Schutzkleidung. Ich kann mich noch erinnern, es waren ja nicht nur die Masken, es waren dann später auch die Tests und Handschuhe, Kittel, ganz genau. Riesenproblematisch zu beschaffen. Das Thema ist aber auch gewesen, dass die Einrichtungen in der Jugendhilfe von diesen Masken oder von Desinfektionsmitteln und so weiter, die mussten die logischerweise auch beschaffen. Und die Kosten dafür waren immens und sind immens. Die wurden zum Teil aufgefangen, aber sowas wie jetzt Regelungen, um zusätzliche Sachkosten für die Umsetzung von Hygienekonzepten auf die Füße zu stellen oder sowas wie Luftfilter zum Beispiel, die in den Schulen ja diskutiert worden sind, die wurden in den Einrichtungen der Jugendhilfe, beispielsweise der stationären Jugendhilfe, nie diskutiert. Konkrete Regelungen, die für Schulen gelten. Klar, jetzt schaue ich einfach mal den Tobias Weger-Behl an als Schulvertreter. Da gibt es ein Kultusministerium, das ich nicht bewerten möchte, aber wo es halt einfach Regelungen gibt, auch zum Umgang entsprechend in Schulen. In der Jugendhilfe gab es gerade für die stationäre Jugendhilfe solche Regelungen nicht. Und ich mag an der Stelle sagen, es ist zentral, dass wir zur Realisierung von zusätzlichen Sachkosten, wie jetzt genannt, auch zum Frau Herrmann wird es dann gleich noch ausführen, zu zusätzlichem Personal, dass klar sein muss, dass das eben Mittel sind, die auch refinanziert sein wollen.
Das mag ich einfach an der Stelle mal so sagen. Das heißt konkret, die Ausstattung der Einrichtungen mit Luftfiltern sowie die Realisierung von Hygiene, für die Hygienevorgaben notwendigen Bedarfen müssen selbstverständlich als zusätzliche Sachkosten für die Träger förderfähig sein, egal welches Angebot. Dann darf ich vielleicht, weil es sich direkt anschließt, wenn okay, gleich an die Sabine Herrmann übergeben mit dem Personalschlüssel. Also wir haben in den stationären Einrichtungen einen vorgegebenen Personalschlüssel, der die Vormittagsbetreuung nicht berücksichtigt. Das heißt, unsere Mitarbeitenden in den Einrichtungen sind eigentlich ab 8 Uhr im Frei und kommen dann Mittag in der Zeit zwischen 12 und 1, je nach Alter der Kinder, wird dann wieder der Personalschlüssel weiter berechnet. Vormittag ist keine Betreuung im Haus. In der ersten Zeit der Pandemie konnte man das ganz gut stemmen, dass wir rund um die Uhr betreuen mussten, weil wir ja andere Angebote haben, Schulen geschlossen waren, die Mitarbeitenden aus OGTS und so weiter dann am Vormittag mit im Haus waren, unterstützt haben. Jetzt mittlerweile durch immer wieder, also durch wiederholt einkehrende Quarantäne in unseren Einrichtungen, ist es wirklich schwierig, die Betreuung der Kinder gut zu gewährleisten, beziehungsweise eigentlich nicht möglich mit dem Personal, das wir haben. Das heißt, wir müssen immer mit Mehrarbeit oder zusätzlichen Personalstunden arbeiten, die wir nicht refinanziert haben. Genau, danke. Ich kann ja ganz kurz was zum Hören von Kindern und Jugendlichen sagen. Es ist, ich glaube, durch die SGB-8-Reform kommt es ja, dass man auch Ombudsstellen einrichten soll, um Kinder und Jugendliche zu hören. Wir haben das schon vor vielen Jahren bei uns intern gemacht. Also wir haben Ombudsleute, die auch von unseren Kindern im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens sehr intensiv genutzt werden. Aber es ist leider so, dass man das Ganze übergreifend braucht. Also so ein kleiner Träger wie wir, der dann schon, wo die Kinder schon wissen, wenn es einer nicht gut geht, dann wo sie hingehen können und da gibt es Telefonnummern und was auch immer. Aber in dem Fall konnten diese Leute gerade auch nichts tun. Also die konnten zuhören, das war es aber schon. Also wenn man sowas mal bald übergreifend einrichten kann, sodass jedes Kind, das in der Kinder- und Jugendhilfe oder auch außerhalb Hilfe und Unterstützung sucht oder Beratung sucht, das wäre ein guter Weg. Dafür werde ich plädieren, würde mich sehr freuen, danke. Vielleicht kommen wir mal zu dem ersten Punkt, den wir ja auch sehr stark gemacht haben in dem Weckruf, wo es darum geht, diese Diagnose, Kinder sind nicht gehört worden, die konnten nicht mitreden, die waren in keinem Krisenstab mit dabei, sind nie gefragt worden, wollen wir Schulschließungen, wie wollen wir das, also sie sind einfach nicht gehört worden. Das neue Gesetz, was ja auch in der Umsetzung seit letztem Jahr eigentlich schon ist, sagt ja in dem Paragraphen 4, dass auf regionaler Ebene, und da sind sogar die Diskussionen, ob das nicht nur auf regionaler, sondern auch auf überregionaler Ebene umgesetzt werden muss, selbstorganisierte Gruppen von jungen Menschen, die zukünftig in Jugendhilfeausschüssen mitbeteiligt werden müssen. Das heißt also, die Kommune, ja, in Landkreisebene, wie auch auf kommunaler Ebene, die müssen sozusagen Kindern und Jugendlichen die Chance geben, dass sie ihre Positionen in den kommunalen Parlamenten einbringen können. Das heißt, das wird zur gesetzlichen Aufgabe, das steht jetzt schon drin, soll eigentlich seit letztem Jahr umgesetzt werden. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man definitiv angehen muss. Ja, also wie kann man sozusagen die Selbstorganisation von Kindern befördern, dass die ihre Interessen direkt in den Jugendhilfeausschuss einbringen. Die sollen mehr Gehör finden. Das ist sozusagen das Gesetz. Und ich glaube, das muss man sich angucken. Das muss man gucken. Wie geht denn das? Ja, also ich meine, Sie haben ja jetzt auch angefangen, sozusagen Formen zu finden. Vielleicht kann man das irgendwie miteinander verkoppeln. Aber ich glaube, da braucht es Bewegung. Vielleicht können wir mal zu diesem ersten Punkt, diesen Punkt zu stärken, um zu hören, was brauchen Kinder, was brauchen die in Krisen, wie kann man das besser verstehen und was haben die für Bedürfnisse? Ja, die müssen abgefragt werden.
besser abgefragt werden. Ich glaube, das ist vielleicht mal ein Punkt. Was sehen Sie da für Chancen? Das heißt Chancen, ich meine, es ist ein gesetzlicher Auftrag. Insofern ja, müssen wir nicht nach Chancen treffen, sondern nur fragen, wie machen wir das? Ja, also und wann geht's los? Ja, also und was für Konzepte gibt's? Das ist überhaupt nichts Neues. Wir beschäftigen uns ja seit Jahren mit dem Thema Partizipation. Der Stadtjugendring kooperiert da mit uns sehr gut und intensiv. Und das ist gar nicht so einfach, wie sich's anhört. Also es ist nicht so, dass da die Bereitschaft so nicht vorhanden ist auf Seite der Kommune oder der Stadtpolitik, sondern es ist auch die Frage, wie man die jungen Leute erreicht und wirklich dazu bringt, dass sie mitmachen. Da gab es verschiedene Versuche schon vor vielen Jahren, schon vor meiner Amtszeit auch, mit Jugendparlament und so weiter, die dann immer wieder nach Anfangseuphorie auch in Stocken gekommen sind. Die Probleme haben auch andere. Und wir haben auch, und das gehört zu den Dingen, die ich vorher meinte, die wir schon in die Wege geleitet haben, ja, einen Stadtratsbeschluss. Wir wollen ja kinderfreundliche Kommune werden, sind da in dem Prozess drin. Da geht es ganz viel um Partizipation. Wir haben uns heute erst bei der Vorstellung dieses Partyjahrs, was übrigens ganz eine tolle Broschüre ist, also ich kann nur jedem empfehlen, noch, wir werden es auch verteilen, die zu studieren, auch darüber gesprochen, dass wir da möglicherweise auch den Zugang, die Ansprache verändern müssen, dorthin gehen, wo die Jugendlichen schon sind. Ja, und nicht unbedingt sagen, kommt her, da ist was, oder auf vielen Wegen versuchen, sie auch mehr zu bewegen, sich einzubringen. Das ist schon wichtig. Trotzdem muss man sagen, wir haben eine repräsentative Demokratie. Es ist ja auch so, dass jede Bürgerin, jeder Bürger nicht unbedingt persönlich einbezogen ist in die politische Entscheidungsfindung, sondern da gibt es die Repräsentanten und die sollen natürlich auch hören, was die Wünsche und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sind. An einer Stelle möchte ich aber trotzdem ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Also wie man sich die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Krisenstäben vorstellt, das kann ich mir jetzt nicht ganz so vorstellen. Wir haben einen Katastrophenfall gehabt, lange Zeit. Einen Katastrophenfall, wo nicht mal Parlamente in Entscheidungen mit einbezogen waren. Ja? Also da muss man schon die Kirche beim Dorf lassen. Ich glaube auch, dass an der Stelle, es ging ja da ganz viel um die Frage der Unterrichtsgestaltung, dann natürlich die Ansprechpartner, die Kinder und Jugendlichen in den Schulen sind, für die Schulfamilien und die wiederum die Wünsche und natürlich die Sorgen und Nöte. Und wir waren ja da tagtäglich in Kontakt. Da wurde auch hervorragende Koordinierungsarbeit geleistet bei uns vom staatlichen Schulamt, der Herr Kugler, der alle Informationen verteilt hat und so weiter. Und da sind natürlich schon, davon gehe ich fest aus, auch da ist natürlich auch das Feedback von den Schülerinnen und Schülern gekommen. Trotzdem, Partizipation ist ein ganz großes Thema. Die Stadt Landshut hat sich auf den Weg begeben und ich hoffe sehr, und wir werden auch Mittel und Wege gemeinsam hoffentlich finden, dass diese Partizipation auch wahrgenommen wird, wenn wir es anbieten. Also sehr gerne. Also im Gesetz steht ja, ich meine, das ist ja dieses neue Gesetz, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Und das will ja die Partizipation nochmal stärken. Ja, und sozusagen selbstorganisierte Zusammenschlüsse sollen gefördert und sollen sozusagen motiviert und angeregt werden, dass sich Selbstorganisationen bilden, wie beispielsweise Care-Lieber und Care-Lieberinnen, also Kinder und Jugendliche, die aus den Einrichtungen kommen, die mal in der Einrichtung gewesen sind, um ihre Erfahrungen sozusagen einzubringen. Und das ist ja, das will das Gesetz. Und ich meine, das ist natürlich, finde ich, ein interessanter Ansatz. Ja? Also auch zu überlegen, ja, wie, das sagt ja das Bundesjugendkuratorium, ja, also Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Krisenstäben, die müssen ja nicht in irgendwelchen Feuerwehren unbedingt sitzen. Aber ja, wenn jetzt Schulen beispielsweise Entscheidungen treffen oder Einrichtungen sowas treffen, ich meine, da Kinder zu befragen und die zu integrieren in die Entscheidungen, das ist ja der Impuls. Also ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben, oder wenn ich ergänzen darf, in der kommunalen Jugendhilfeplanung. Ja. Vielleicht darf ich noch was ergänzen von Seiten des Landkreises, aber jetzt muss ich wieder die Unterscheidung, weil mir das vorher aufgefallen ist, dass das vielleicht nicht so gesehen ist, die Rolle des Landkreises und seiner 35 Gemeinden. Weil wir haben ja 35 Gemeinden und der Landkreis ist die Summe der Gemeinden. Und alle diese 35 Gemeinden haben ein kommunales Selbstverwaltungsrecht, in die ich als Landrat oder der Landkreis nicht eingreifen dürfen, was zum Beispiel die Kindertagesstätten betrifft. Aber ich weiß zum Beispiel ganz konkret, um jetzt auf das Thema zum Beispiel junge Menschen mit einbeziehen oder anhören und so weiter, in einer größeren Gemeinde, ich
darf jetzt den Namen noch nicht nennen, ist ganz konkret in Planung ein Jugendparlament, ähnlich wie es Gemeinde oder Stadtrat sind. Es gibt auch ich weiß es nicht in allen Gemeinden, aber ich denke fast in allen Gemeinden, sogenannte Jugendbeauftragte, die sich auch mit diesen Jugendlichen, mit den Jugendlichen beschäftigen, die Jugendlichen anhören. Und auch in der kommunalen Jugendhilfe hat es ähnlich in den zurückliegenden Jahren schon immer wieder so diese Versuche auch gegeben, mal so ein Jugendgemeinderat oder sowas zu bilden, hat sie dann auch wieder erübrigt. Aber diese Themen sind schon da. Die gibt es und gibt es immer wieder. Vielleicht hängt es auch immer wieder mal von der Aktivität oder Engagement der einzelnen Akteure vor Ort ab, aber letztendlich ist es nichts Neues. Und deshalb wäre es vielleicht auch ganz gut gewesen, in dieser Runde, auch wenn man einen Landkreis betrachtet, auch vielleicht den einen oder anderen Bürgermeister aus dem Landkreis, aus unterschiedlichen Größenordnungen mit einzubeziehen, dass man einmal sieht, wir sind ja die Region Landshut, die ja aus ganz unterschiedlichen Beziehungen bestehen oder auch Entwicklungen bestehen, eine ganz kleine Gemeinde oder eine größere Gemeinde oder auch der eine oder andere Kreisrat, vielleicht auch da in der Runde, vielleicht von einer anderen Partei vielleicht auch noch was dazu sagen hätte können. Und zu JAS muss ich auch noch ein Thema sagen, weil Sie das vorher so toll beschrieben haben. Ich habe das gestern erst in einer Landrede, einer verkleinerten Landredetagung mitbekommen. Also wir im Landkreis Landshut sind, glaube ich, bayernweit einer der führenden Landkreise, die Anzahl der JAS-Kräfte an den Schulen beschäftigen. Also da gibt's noch starke Defizite. Also da bin ich eigentlich recht stolz drauf, dass wir so stark dabei sind. Wobei man natürlich immer noch mehr ausbauen kann, das ist auch gar keine Frage. Okay, also ich meine, es wäre ja schlimm, wenn Beteiligung nicht schon vorher existiert hätte. Also das ist klar, aber was das Gesetz eben will, es will das stärken. Ja, deshalb gibt es das neue Gesetz. Frau Schädelbauer. Ja, ganz genau zu dem Punkt würde ich gern was sagen. Im Landkreis gibt es schon die Jugendbeauftragten, die eben genau für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen zuständig ist. Es ist aber auch so, wir haben 35 Gemeinden und wir haben genau 9 Jugendbeauftragte. Wir haben also 9 Hauptamtliche, die für die offene Jugendarbeit in den Gemeinden zuständig ist. Das ist Hauptamtliche, natürlich. Ja, genau. Aber es gibt ja eine ganze Reihe an Ehrenamtlichen. Genau, und die Ehrenamtlichen machen das ehrenamtlich. Das heißt, gerade in der Corona-Pandemie standen die da und haben natürlich beruflich noch was gehabt oder waren Schüler, Studenten und waren auf sich gestellt, mussten Entscheidungen treffen, die sie für ihr Ehrenamt machen, was sie zusätzlich machen zu ihren eigentlichen Aufgaben und waren dann natürlich verloren. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Die standen da und wussten nicht, was sie tun sollen. Und ein Hauptamtlicher, das ist sein Job, sich darum zu kümmern, der wird dafür bezahlt sozusagen, der hat die Möglichkeit, sich da genauer zu informieren, der hat die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen, der hat die Möglichkeit, die Ehrenamtlichen zu beraten, sie zu unterstützen, ihnen zu zeigen, diese Möglichkeiten gibt es, hier könnt ihr euch hinwenden, wir können das gemeinsam erarbeiten. Aber die Ehrenamtlichen allein können das niemals schaffen. Und deswegen ist es ein wahnsinnig guter Punkt, den Sie angesprochen haben. Und das noch weiter zu fördern und auszubauen, wäre da ein meiner Meinung nach sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf, weil den Punkt sozusagen der Jugendsozialarbeit an Schulen und ja, Zusammenwachsen von den verschiedenen Bereichen, den müssen wir gleich nochmal ansprechen. Aber der Herr Weger-Behl hat sich auch noch gemeldet. Ja, vielen Dank. Also zunächst muss ich noch mal kurz vorausschicken an das, was der Ludwig Weber vorhin gesagt hat. Also ich bin nicht der Vertreter der Schulen oder so in keinster Weise, sondern der Vertreter der Grünen Stadtratsfraktion. So viel dazu. So war es gar nicht gemeint. Okay, gut. Dann möchte ich auf das eingehen, was der Herr Oberbürgermeister vorhin erwähnt hat. Vielen Dank dafür, die kinder- und jugendfreundliche Kommune. Dieser einstimmige Stadtratsbeschluss ist, glaube ich, aus 2018 oder 2019. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und seit über 2 Jahren, glaube ich, wird daran gebastelt, beziehungsweise auch immer wieder verschoben, dass dieser Aktionsplan formuliert wird und an den Start gehen kann, damit wir endlich kinder- und jugendfreundliche Kommune werden. Jetzt haben Sie vorhin auch absolut richtig gesagt, 2 Jahre sind für Kinder und Jugendliche eine sehr, sehr lange Zeit. Und so lange wird es jetzt schon rausgeschoben. Also ich glaube, wir müssen hier
deutlich an der Geschwindigkeit arbeiten, um hier endlich auch loslegen zu können, um dann einfach auch die Partizipation in der Stadt auf noch stabilere Füße zu stellen. Unbedingt. Halte ich für sehr wichtig. Genau, verschiedene Punkte. Also zum einen ist das, was das Gesetz fordert, glaube ich, schon die Spitze der Partizipation. Selbstorganisierte Gruppen ist auch für die Jugendlichen oft eine Herausforderung, wo sie einfach auch Unterstützung brauchen und wo wir schauen müssen, wie wir sie unterstützen können. Und ich sage nicht, dass das ein Selbstläufer ist. Wir haben immer wieder Versuche gehabt, Jugendparlamente zu organisieren. Sind eine Zeit lang meistens gut gelaufen, weil wir ein paar engagierte Leute hatten, sind dann wieder eingeschlafen. Also das ist so die Spitze, wo ich sage, da sollten wir auf jeden Fall hin, weil die Jugendlichen dort gehört werden müssen. Wir sollten aber auch auf der niedrigeren Ebene schon ansetzen. Es hieß vorher mit benachteiligten Jugendlichen, wie können die beteiligt werden? Wir haben zum Beispiel unsere Neukonzeption der Stadtteilarbeit Porschestraße vom Stadtjugendring mit einer Stadtteilbegehung mit den Jugendlichen gemacht und dort die Bedürfnisse der Jugendlichen abgefragt, um dort Partizipation schon möglich zu machen, in Kontakt mit Personal, weil es einfach leichter ist, so Sachen abzufragen. Es gibt die Möglichkeit, wenn man engagierte Leute hat, zu sagen, okay, es wird was ausgearbeitet und das wird dann in einer einfacheren Umfrage zum Beispiel an die Schulen gegeben, um dort mehr Jugendliche zu beteiligen, um eine breitere Masse einzuholen. Also wir müssen Beteiligung einfach breit denken und in verschiedenen Kategorien denken. Und es wurde schon früher manches gemacht, als ich im Jugendhilfeausschuss angefangen habe, aber Tobi, das weißt du besser, gab es am Anfang noch den Jugendrat, glaube ich, hieß der damals, wo auch Jugendliche mit eingeladen worden sind, wo Vertreter der Polizei mit dabei waren, wo so ein Austausch stattgefunden hat. Das wäre so ein einfacher Schritt, den wir, denke ich, wieder einführen könnten, um so den ersten Schritt wieder zu gehen. Und Herr Putz, Sie haben gesagt, Sie sind davon ausgegangen oder gehen davon aus, dass die Jugendlichen auch über die Schulen mit beteiligt worden sind. Die Umfragen zeigen breit, dass die Jugendlichen das Gefühl hatten, während der Corona-Pandemie, dass über sie geredet wurde, aber nicht mit ihnen. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Kopf behalten müssen und wo die Aufforderung an uns alle gehen muss, dass wir die Jugendlichen mit einbeziehen und dass die, die so viel mitgetragen haben, mit einbezogen werden in dem, was geredet wird und nicht nur über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, was jetzt gut für sie ist und was sie jetzt brauchen. Okay, ich will noch mal einen Punkt aufmachen, der ja auch im Weckruf ziemlich prominent stand, den Sie jetzt noch nicht aufgebracht haben. Sie haben ja diese Refinanzierung und Personalschlüssel, was auch wirklich strukturell wesentlich ist. Ja, und da muss man auch zukünftig daran arbeiten, ja, also weil auch, wurde ja hier auch gesagt, neue Aufgaben hinzukommen, wie zum Beispiel, wenn Digitalisierung dazukommt, dann ist das auch ein medienpädagogisches Thema, da kommen neue Aufgaben für Jugendhilfeeinrichtungen dazu, ja, also wenn wir so einen Digitalpakt in Deutschland kriegen für die Jugendhilfe und das auch in Bayern ankommt und in den Regionen, dann muss man da auch mehr investieren, das ist vollkommen klar, ja, also weil das sind zusätzliche Aufgaben. Ich möchte aber noch mal diesen anderen Punkt aufmachen, den wir auch breit diskutiert haben, der ja auch national diskutiert wird. Also das Zusammenführen ja, von Bereichen ja, wie Schule, offene Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, dass sozusagen ja, dass Freizeitmöglichkeiten ja, also für Kinder und Jugendliche auch in Kooperation und in Bündnissen gedacht werden. Ja, und da kommt der Schule natürlich ein wichtiger, ja, da ist schon mal ein Ort. Ja, und da findet ja im Augenblick ein Zusammenwachsen zwischen, ja, also offenen Angeboten an Schulen, ja, um Schule auch nicht nur zu diesem Leistungsort werden zu lassen, sondern, ja, also dass dort Treffpunkte, ja, für junge Leute, dass das, was wir alles hier diskutiert haben, ja, dass denen einfach es fehlt, sich auszutauschen, jenseits von Leistungsdruck. Ja, und da sind natürlich, da können Schulen eine Bedeutung, ja, neben Clubs und so weiter. Und ich glaube, in die Richtung muss man auch noch mal denken. Was kann, ja, welche Kooperationsmöglichkeiten und Bündnisse gibt es? Ja, also
zwischen diesen Systemen. Die Systeme müssen durchlässiger werden, ja, und mehr sich zusammenschließen und sagen, ja, Schule, und da würde ich Ihnen schon, ja, also recht geben, Schule muss eben auch ein Ort sein, so wie das Kinder jetzt auch wahrnehmen, ja, ihnen fehlt ein Stück, weil ja, sie können sich nicht treffen, ja, und haben keine Kumpels und können sich, ja, und können sich da austauschen. Und ich glaube, das ist eine regionale interessante Aufgabe, zu überlegen, wie geht denn das? Und wie geht das auch im Landkreis? Ja? Also wie geht das in den Orten? Vielleicht können wir das nochmal aufrufen. Ich glaube, das ist ein national, ja, vielfach diskutiertes Thema. Frau Niesert-Matschke. Ganz konkret was dazu anmerken, weil wir sprechen von Partizipation und dass Kinder und Jugendliche sich beteiligen können. Nach dem, was ich auch aus der beruflichen Praxis heraus weiß, und ich habe über 15 Jahre an Schulen gearbeitet, ganz konkret, es reicht nicht nur, sie zu hören, sondern sie müssen auch das Gefühl haben, dass das, was sie sagen, auch passiert und mitbedacht wird. Weil es nützt, sage ich jetzt mal null, wenn ich zwar gehört werde, aber von dem, was da meine Forderung ist, auch nichts umgesetzt wird. Und ich denke, darüber sollten wir noch mal nachdenken. Ganz konkret stelle ich mir zum Beispiel vor, Schulhof auf. Warum nicht diesen Raum, diesen Ort nutzen, auch eben Schule noch mal erlebbar und erfahrbar machen für die Kinder und Jugendlichen? Natürlich. Die Schwierigkeiten kennen wir alle, wir Erwachsenen, nämlich zu sagen, ja, und dann Vandalismus und ich weiß nicht hin und her. Aber ganz konkret sind das Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche ja gefordert haben. Und da haben wir, also da nehme ich mich auch nicht aus, gar nicht zugehört oder gesagt, ja, aber das ist dann so schwierig und wie wollen wir es umsetzen? Einfach mal sich aufmachen, auf den Weg machen und sagen, ja, wo verzahnt sich denn Jugendsozialarbeit mit Jugendarbeit und wie kann das gemeinsam gelingen, eben dann den Ort Schule auch zu einem echten Lebensort zu machen. Ja, genau, da kann ich Ihnen nur recht geben. Wie gesagt, ich war natürlich in der privilegierten Situation auf dem Gymnasium. Da gab es eben, es gab Schulbands, es gab Theatergruppen. Ich habe ziemlich lang Kabarett gespielt zu der Zeit. Und dadurch wird einfach auch die Schule zum soziokulturellen Ort einfach. Also die Schulfamilie trifft sich irgendwie dann abends zu einer Aufführung, zu einem Konzert. Das lädt die Schule mit einer ganz anderen Bedeutung auf, einfach und auch für die Schülerinnen und Schüler. Sie fühlen sich eben nicht nur beteiligt, sondern man gibt ihnen auch einfach diesen Raum, also jetzt auch rein physisch. Man sagt so, okay, so hier seid ihr den ganzen Tag, ihr müsst irgendwie irgendwelchen Quatsch auswendig lernen und so, aber nachmittags könnt ihr euch hier treffen und könnt einfach das machen, was euch interessiert. Und seien es jetzt, wie gesagt, sei es Sport, sei es Musik, sei es Kunst allein, sei es Theater. Und dass man Schule einfach von der Richtung her denkt, dass man sagt, ja, okay, man kann es einfach auch zu einem kulturellen Zentrum machen, zum attraktiven Ort und eben nicht nur zum Ort, der halt einfach mit diesem Leistungsgedanken und mit dieser Verwertungslogik verbunden ist. Und das fände ich wichtig. Genau. Okay, also ich glaube, damit gibt es zumindest mal, wenn ich jetzt das richtig rausgehört habe, doch insgesamt nochmal drei Themen, die wir vielleicht auch nochmal an anderer Stelle vertiefen könnten. Ja, also wir haben angefangen mit dem Thema der Beteiligung, ja, also die Stärken regional mit, ja, Konzepte zu entwickeln, wie Selbstorganisationen von Kindern und Jugendlichen unterstützt werden können, wie sie selbst organisiert werden können, ja, durch
ja, also offene Angebote, diejenigen, die dort schon aktiv sind, die weiterhin zu unterstützen. Das war ein Thema. Das zweite Thema war, ja, was man einfach strukturell auf die Agenda setzen muss, sind diese, ja, also ist die Ausstattung, ja, von gerade von stationären Einrichtungen. Das ist lange in der Diskussion, ist auch eine nationale lange Debatte und das verschärft sich natürlich unter Corona-Bedingungen absolut. Und ich glaube, da kommen wir auch nicht voran, das irgendwie hier zu fördern und da Diskussionsmöglichkeiten zu schaffen, sodass wir da irgendwie Ideen entwickeln. Das andere, dritte war jetzt nochmal dieser Punkt, ja, also dieses übergreifende Schule, Jugendsozialarbeit, ja, offene Jugendarbeit, also diese Möglichkeiten für junge Leute ja, zu eröffnen. Ich glaube, das sind drei Themen, die uns auch am Herzen liegen, aber ich hatte den Eindruck, haben sich einige Leute beteiligt, dass wir daran auch weiter diskutieren sollten. Wir sind sowieso alle ein bisschen wahnsinnig, weil wir jetzt schon ja über zwei Stunden diskutieren oder hören aufeinander. Ich meine, das ist eine wahnsinnige Leistung. Aber ich finde, diese drei Themen, wir sollten sie weiter im Blick behalten. Ja, und wir werden da weiter dran arbeiten. Also der runde Tisch wird sich das auf die Fahnen schreiben und jetzt überlegen, wie wir da weiter diskutieren und wie wir da in der Diskussion mit Ihnen bleiben und wie wir das, ja, wie wir das weiter gestalten können. Also ich glaube, das ist jetzt ein interessanter Start gewesen. Wir werden mal gucken, wir werden mal schauen, was wir für Rückmeldungen bekommen von den Leuten. Ich würde jetzt sagen, herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie sich dem gestellt haben, dass Sie sich eingebracht haben, dass wir gerade am Anfang wirklich nochmal ein sehr, sehr plastisches Bild von dem bekommen haben, was da aus den verschiedenen Bereichen so wahrgenommen wird, Ihre Ideen, Ihre Positionen. Ich darf mich herzlich bedanken an alle und hoffe, dass das nicht das erste und hoffentlich nicht einzige Mal, dass wir zusammenkommen. Wir werden über Formate an dem runden Tisch überlegen, wie wir das weiter voranbringen können und wie wir uns einbringen können. Herzlichen Dank an alle und an Sie auf YouTube, wenn Sie ausgeharrt haben. Alles Gute, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ja.